Hallo, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück. Eigentlich kennt ihr ja alle, aber zwei von uns habt ihr eben schon gesehen. Der dritte ist jetzt noch dazugekommen, der werte Chris. Ja, ich habe aus dem Wald her. In dem Sinne ist es eigentlich andersrum, denn wir zwei haben ja eigentlich den Johannes heute wieder zu Gast, ja. Der uns beisteht in unserem kläglichen Versuch, den Wald ohne Wiederkehr zu betreten. Nee, eigentlich in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir beide den Philipp nochmal mitspielen lassen, obwohl er so ein Pechbringer ist, ne? Ja, wenn du das sagst, natürlich, klar. Machen wir. Okay. Oh nein, Philipp. Klar, kein Ding. Zieh uns durch, Johannes. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Nee, Quatsch. Kriegen wir alles hin. Ich würfel einfach nicht ganz so schlimm wie letztes Mal. Das nur mal. Wir müssen einfach für die Gegner weniger schlimm würfeln. Ja, also, genau. So 1 bis 10 bei Gegnern ist tabu. Aber mein Favorit war diese komische Assassine da auf der letzten Reihe, die man nicht angreifen kann. Die haben wir perfekt gelegt, ja, ich wollte gerade sagen. Wir hatten ja wieder den Akt 1 gespielt mit diesem Damm, wo du nur von rechts nach links hier Leute wegräumen kannst. Und wir legen direkt so eine Bedrohung 8 Assassine hin, die dann Marker sammelt und einfach direkt Lebenspunktverluste macht bei dir. Pro Marker 5. Und dann hatten die da so 6 Marker liegen und wir so, okay, wer stirbt jetzt von uns? Wir haben übrigens neue Zuschauer hier, der Zwerg Zwenno. Ach, schön. Ja, der ist neu hier. Hallo, Zwerg. Hallo, Zwerg. Das entgeht dem Philipp nicht. Nein. Nein, weil er es gerade geschrieben hat. Ja. So fair und ehrlich möchte ich sein. Aber der Phil, der kennt seine... Ich kenn meine Fans. Die Schäfchen. Der kennt seine Schäfchen. Okay, ihr seht, es fängt richtig gut an. Wir sind diesmal etwas besser vorbereitet als letztes Mal. Das war ja etwas chaotisch. Naja, gut. Ist aber manchmal so. Passiert, ich meine, wir waren im Wald ohne Wiederkehr. Es war warm, wir haben uns verlaufen, wir wurden verhauen. Was willst du da erwarten? Ja, okay, mehr. Gut, lass mir das. Grundsätzlich mehr. Deswegen haben wir Johannes dabei. Genau, deswegen geballte Kompetenz. We need you. Und mir fällt gerade noch eine Sache auf, die ändere ich gleich, denn ihr sitzt vertauscht. Das heißt, wenn du, guck mal den Chris an. Guck ich nach außen. Ja, dann guckst du, siehst du, guckst du nach außen. Das ändere ich gleich noch, liebe Leute. Wir fangen währenddessen erstmal an, den wiederkehrenden Wiederwald wieder ohne Kehr. Wir kehren dahin zurück. Aber mit wem machen wir mit das wem denn eigentlich? Ja. Sollen wir denn uns das einfach raussuchen? Oder Hashtag Chat fragen? Dann hast du noch Zeit, die Webcam umzustellen. Ich würd würfeln. Würfeln? Du bist ein großer Fan des Würfels. Ich merke schon. Ist mir schon aufgefallen. Ich würde mit dem Götterwürfel würfeln und dann müssen wir das Ergebnis interpretieren. Oh Gott. Ja, da haben wir leider ich weiß nicht wie viele, aventurische Mönche. Das ist einfach Freitagabend bei dem Wetter, ey. Wie viele Ich habe ihn auch diesmal vor mir liegen. Wie viele DSA-Fans hier sind, ob wir... Vielleicht sind ja mehr Aventuria-Fans im Sinne von Kartenspiel-Fans hier, die mit dem aventurischen Wissen nicht so vertraut sind, wie es wie du zum Beispiel. Wie ich oder eine Interpretation des Würfels benötigen würde. Nur gut. Das könnt ihr jetzt im Chat schreiben. Ihr müsst es im Chat schreiben, denn ich brauche jetzt gleich nochmal einen kleinen Moment, um die Kameras zu vertauschen. Ja. Und währenddessen würde ich euch beiden einfach die Bühne überlassen. Yeah! Also das machen wir dann mit den... Okay, ich würde sagen, wir beide suchen aus, welche Charakterklasse zusammen mit dem Chat der Philipp spielen darf. Was hältst du denn davon? Bitte nur nicht in Crawl. Macht mir wirklich keinen Spaß. Bitte. Okay, was haben wir denn sonst noch so? Also sonst finde ich eigentlich alles ganz gut. Also komm, gut, wir können ja mal sagen, Idee, was kommt raus. Ich würde sagen, ich weiß aber schon, was der... ich will den Chat ja jetzt nicht beeinflussen, aber ich habe mir sagen lassen, dass der Philipp ganz gerne... Ich glaube mal, mit der Amazone alles niederreiten will, würde ich mir mal sagen lassen. Ja. Hat die ein Pferd? Gut. Die hat ein Pferd, ja. Das kriegst du. Hast du die nicht? Das mal auch ich hatte, ja, ich hatte das Pferd auf der Hand, aber ich konnte es nicht spielen. Doch, und dann bist du doch wieder. Dann bin ich gestorben. Du bist gestorben, du kamst wieder und dann hattest du das Schlacht raus und dann hast du gedacht, jetzt erst recht, ich will das einfach einsetzen. Ja, du hast recht und das hat immer noch. Das hat direkt Schaden gemacht. Genau. Das war ziemlich gut. Ja, also die Amazone, merken wir uns, ist gut. Das war aber schnell, da haben wir nicht lange gebaut. Ja, ja. Wir reden einfach zu viel. So. Oder die Miribam. Ich glaube, Miribam ist auch so sein heimlicher Favorit. Ja, Miribam finde ich halt, also weil Bam. 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 Miribam. Und die hat so eine Kartenziehmechanik. Oder spielt halt doch mal den Kardolan. Ja, oder ich spiele halt die Maraskanerin. Ich glaube, der Zwerg hat auch so eine Kartenspielmechanik. Komm, dann machen wir das doch mal. Wir haben doch schon eigentlich drei Stück rausgesucht, die du
wo der Chat jetzt mal rausholen kann, was der Philipp spielen soll. Ja. Die Amazone, los, Miri entscheidet Bam, Menschen. Oder die Nicole. Warte mal, ich track mal die Kamera. Ach, das ist, das klingt so ein bisschen blöd, das weiß ich. Ja, so können sie ja hier ein bisschen. Mhm. Ich kann sie mal auspacken, hier die Karten. Ihr seht, wir haben hier alle Heldendecks zur Verfügung. Boah, fast ab. Sogar Kajulia. Weird Flags. Ja, ich hatte ja Nadine gestern schon versucht, darauf zu bringen, dass wir vielleicht nochmal ein Cardulan-Artwork bekommen. Ich war so versucht zu fragen, ob es nicht den blutigen Martin machen kann, der uns letztens. Ach, stimmt. Ja. Das war ja noch mit dir. Ja, ne? Genau. Ja, ja. Der hat dich auf dem Gewissen gehabt, den blutigen Martin. Das stimmt. Da hat der Christian doch schnell noch eine Karte für ihn gemacht. Also, entweder die Amazone oder Miribam oder. Genau. Sein All-Time-Favorite, Nicole. Wo ich gewissentlich ignoriert wurde, einen Chibi dafür zu machen gestern. Das wäre auch cool gewesen. Mit dem Hund. Nee, das habe ich vorgelesen. Ja, stimmt. Nein, aber sie hat es nicht gemacht. Ach so, ja. Das heißt. Stell dir mal vor, sie mit dem Hund, den sie so tätschelt oder sowas, wäre doch nett. Nice. Ja, aber das kann man keine niedlichen Sachen. Das ist viel zu ernst. Ach so, das ist viel zu ernst. Okay, ja, verstehe. Ist auch viel zu cool. Also, das wäre ja. Der Hund, der sie. Ne, okay. der lieber Zwerg. Lieber Zwerg Zwenno, das ist. Nein, Aventuria ist tatsächlich keine Ergänzung zu DSA in dem Sinne, sondern es ist eher ein Kartenspiel, Kartenabenteuerspiel, wenn man so will. Was im Universum von. Was in dem Universum von dem Schwarzen Auge stattfindet in Aventurien. Es gibt mittlerweile Abenteuermodule für viele DSA 1 Abenteuer genau. Und auch für ein paar Heldenwerke. Ich glaube auch für aktuelle Heldenwerke, Spiele, genau. Ja. Das heißt. Du findest hier immer wieder Dinge, die Referenz nehmen auf Hintergründe vom Schwarzen Auge oder auf Regeln oder auf Gegenstände und so weiter und so fort. Aber es handelt sich jetzt hier nicht um eine Ergänzung zum Rollenspiel selbst. Genau. Nein. Es gibt Karten für das Schwarze Auge. Das ist ein klassisches Deckbauspiel quasi, genau. Mit Rollenspielelementen. Ja. Genau. Im DSA-Universum. Also selbst Deck zu daumen, Deck zu bauen, sind wir alle zu doof. Wir mischen einfach. Ja, also mal. Jetzt müssen wir erstmal diesen Wald verlassen oder erstmal betreten. Wir müssen ja erstmal betreten und überleben. Ja. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Und? Gab es schon einen Favorit für dich? Nö, gar nicht. Gar man nicht. Diskutiert. Man ist noch begeistert gewesen von der Kameraschalte eben, weil ich dich zweimal eingeblendet hatte. Nice. Ja, das ist ganz lustig. Ich kann das auch theoretisch immer noch bearbeiten. Also, weil, wenn ich mich jetzt hier. Den Johannes doppelt oder was? Oder mich doppelt? Ich möchte das auch. Ich kann jetzt zum Beispiel. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Du bist völlig verrückt, oder? Krass. Wow. Ja. Wir sind einfach Platztausch gemacht. Ne? Yes. Wahnsinn. Ohne uns bewegt zu haben. Hammer. Diese Technik heutzutage. Nein. So, guck dir haben wir da auch Kalorien verbrannt? Na! Krass. Du siehst aus wie ich. Ja, das tut mir leid. Da bin ich wieder. Das ist wow. So abgefallen. Also ihr seht. Haben wir es bald. Ja, ich warte auf den Input vom Chat. Was soll ich machen? Ich würde es mir ja selbst aussuchen. Johannes, wie sieht es denn mit dir aus? Welchen Charakter würdest also du dir mal gerne spielen? Also ich würfel mir das jetzt mal aus. Willst du es auswürfeln? Okay, dann würfel mal. Was also ist das? Ich habe eine Schlange gewürfelt. Eine Schlange? Das ist ein. Das ist ja fast eindeutig. Welcher Dämon ist. Verdammt. Nee, so geht das nicht. Das ist Hesinde. Und die ist halt so die Magier. Wir haben eine Hesinde-Geweihten. Wir haben eine Hesinde-Geweihte? Ja, Hubert. Reine Geweihte. Auch schon reine Geweihte. Ja, wenn es hier dann ganz dann klar. Die Miribam dann ist die Miribam raus. Tut mir jetzt echt leid an der Stelle. Die Würfel haben gesprochen. Es sei denn, der Chat würde. Magst du mir auch mal erwürfeln, was ich spielen soll? Du würfelst dir selber. Darf ich deinen Würfel nutzen? Selbstverständlich. Ich habe einen. Oh Gott, ist das ein Rad? Das ist das Boronsrad. Boronsrad. Steht für den Gott des Todes. Ja, läuft. Siehst du? Ist das ein Omen? Interpretier mal, wer das ist. Ist das ein Omen für den heutigen Spieleabend, dass ich das Boronsrad gezogen habe? Ja, das ist damit der Christian leider raus, fürchte ich. Genau, ja. Gut, dann würde ich sagen. Der spielt jetzt keiner ins Gesicht, der da direkt also was mit zu tun hat. Nee, der Kräum ist da, glaube ich, raus. Aber der wäre bleich genug dafür. Ja. Zwerg auch nicht, die Hexe nicht. Die Torwalderin. Ich sag mal, der tobrische Söldner hat sich halt im klassischsten Sinne dem Handwerk des Tötens verschrieben, würde ich stimmt, sagen. Stimmt, das könnte man nehmen. Insofern, so was mit der Hexe? Nee, die ist ja. Die Hexe ist ja Satuaria. Ja. Auf dem Würfel gibt es halt keine Satuaria. Der hätte ich da vielleicht aber dann könnte, oder so. Ja, genau. Hm. Aber ich glaube, der tobrische Söldner ist da schon ganz passend. Mit dem hast du letztes Mal halt voll richtig gut gespielt. Aber wenn die Würfel sprechen. Ja, genau. Also das, du musst dich da nicht dran halten. Das ist eine Interpretation, ne? Ja. Was mit dem Krollen? Passt der da auch in den Händen, weil er so blass ist? Nein. Der wäre ja eigentlich eher so fexisch, ne? Ja.
Wäre wahrscheinlich, ja, aber Cardolan ist halt auch fixisch. Das ist richtig, ja. Ist gar nicht so klug gewesen, das mit dem Würfel entscheiden zu wollen. Ja, ja. Gut, die Torwallerin ist auch noch dem Handwerk des Tötens verschrieben. Ja, die ist halt eher so ein Effort. Aber die ist genau eben das. Ja. Die, oder dass die, also die haben halt zwei Waffen hier, aber das ist halt ja, so aber mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Wasser ist Wasser. So sieht's nämlich aus. Ja, Holwen, wer ist denn der Beste? Nimm doch den Besten. Ja. Aber ich meine, Maraskanerin habe ich halt schon echt oft gespielt. Dann nimmst du halt die Amazone jetzt. Ja. Dann nimmst du die Amazone. Ja, komm, nimm ich die Amazone. Welcher Gottheit ist die? Rondra? Rondra, ja. Eindeutig. Eindeutig. Noch eindeutiger ist ja. Ich bin ja Shinxia, ne? Team Shinxia bin ich, ja. Kannst du es sagen? Hallo. Aber pass auf, dann mache ich es klassisch. Wir haben jetzt einen Magier, wir haben jetzt einen Kämpfer und dann brauchen wir eigentlich schon einen Dieb, oder? Cardolan. Du kannst ihn ja als Assassinen spielen, dann ist Boron auch okay für den. Na. Ja. Dann nehmen wir das. Dann machen wir das doch so. Ja, sorry, Leute. Also ich spiele... Was wollten die anderen? Ja, ich glaube, man empört sich über meinen Shinxia-Favorite. Das ist völlig legitim. Das ist... Ich bastel so einen richtig kruden Hybrid-Kontinent. Maraskan meets Shinxia meets meine Eulenhexe. Dann nenne ich ihn Myranor und da mache ich meine eigenen Geschichten. Nein, das wäre zu einfach. Okay. Myranor ist außerdem bei weitem nicht so cool wie Maraskan. Stürzen wir uns doch mal ins Abenteuer. Sobald. Genau, bevor wir uns wieder in inneraventurischen Diskussionen verlieren. Widersacher. Der Wald ohne Wiederkehr, Akt 1. Ja, genau. Die Frage ist die Frage an dieser Stelle ist, wem von euch müssen wir jetzt eigentlich noch erklären, worum es hier geht? Ja? Stimmt, das wäre natürlich auch eine interessante Frage. Es sind viele Leute dabei, die das schon kennen. Achso, du meinst, dass ich einen Flufftext einfach weglassen soll? Ich frage halt einfach mal. Also ich habe dich noch nicht gespielt, ich brauche den Flufftext. Oh, ach so. Ja. Dann nevermind. Ja. Oh, Lazarus möchte es aber auch haben. Okay, sehr gut. Ich sehe hi, Lazarus. Hallo, Lazarus. Connections. Connections. Nostria im Jahre 993, Prosperanzfall. Ihr wurdet von König Kasimir höchstpersönlich dazu auserkoren, ein wertvolles Pergament zurückzuholen, auf dem der Stammbaum seiner königlichen Familie verzeichnet ist. Ohne dieses Pergament ist er nicht in der Lage, seinen legitimen Anspruch auf den Thron zu beweisen und es steht ein Bürgerkrieg zu befürchten. Nachdem erfolglos zwei Abenteuergruppen vor euch gescheitert sind, suchte er neue Abenteurer, Ränge, um dies, diesmal erfolgreich Frage ist, ob du den Text liest oder auswendig kennst. Um dieses Unheil abzuwenden, das ist wie so eine gute Nachtgeschichte. Ja. Müsst ihr allerdings den gefürchteten Wald ohne Wiederkehr durchqueren und seine Gefahren trotzen. Skip. Skip. Also wenn das diesen Roguelike wäre, dann hättet ihr jetzt zumindest neue Fähigkeiten, die euch leichter machen würden. Das ist theoretisch oder schwieriger, wenn wir mit Handicap spielen, aber wir haben jetzt tatsächlich hoffentlich den Schwierigkeitsgrad gesenkt. Ich meine, er eskaliert ja mit. Ja, stimmt. Ja mit. Denn jenseits dieses Waldes, in der Burg Andergast, soll sich das Pergament befinden. Doch niemand scheint genaues über diesen verfluchten Wald zu wissen, auch wenn etliche Gerüchte die Runde machen. Ja, also ich weiß jetzt schon relativ viel über diesen Wald. Ihr lasst euch von dem Geschwätz der Bauern nicht einschüchtern und brecht auf. Einige Tage später steht ihr vor dem dichten Gehölz, schon ein wenig angeholzt, aber nein. Das trotz schönes Wetters einen furchterregenden Eindruck macht. Knorrige Bäume säumen einen steinigen Weg. Der Leichnam von vielen Abenteurern. Genauer sehen sie aus wie. Der tief in den Nebel fangen, bevor es hineinführt. Kein Windhauch ist zu spüren und eine Totenstille liegt über diesem Ort. Und doch habt ihr das Gefühl, als ob ihr von tausenden unsichtbaren, hasserfüllten Augen beobachtet werdet. Ihr habt den Wald ohne Wiederkehr erreicht. Doch. Davon lasst ihr euch nicht abschrecken, sondern schreitet natürlich mutig voran und erreicht schon bald darauf die Hütte eines Köhlers. Als ihr euch der Hütte nähert, erscheint ein Köhler? Natürlich, aber es kommt noch besser. Sicher intern, die haben ja sicherlich ein geschlossenes Wirtschaftssystem. Richtig. Das ist hier quasi sein Monopol. Das ist, das ist gar nicht so blöd, ja. Als ihr euch der Hütte nähert. Entschuldigung. Alles gut, erscheint ein vollbärtiger Mann, der sich immer noch nicht rasiert hat, der eine Axt in seinen kräftigen Händen hält. Während er euren Fragen mit ausweichenden Antworten begegnet,
schleicht sich sein Sohn in euren Rücken und fordert euch schließlich mit gezogenem Bogen dazu auf, eure Waffen fallen zu lassen. Sorry, entschuldige kurz die Wortwahl, aber was für eine Kackpratze. Schon wieder. Ne? Ohne Scheiß. Das macht ja bei allen, ne? Ja. Ja. Das ist jetzt mal ohne Scheiß. Ah, da sind fremde Menschen. Papa, lenk du sie ab. Ich schieß ihnen in den Rücken. Ja, vielleicht hat er... Die wurden bestimmt von Räubern die ganze Zeit malträtiert und er kann den Leuten nicht trauen. Ein einzelner Held führt eine Überzeugenprobe durch. Entscheidet euch gemeinsam, welcher Held diese Probe durchführen soll. Ich hab 12. Ich glaube, Kadulan hat dann mehr. Ich hab 10. Was? Ich hab auch 12. Ja? Ja. Ich weiß das schon. Ja, 9. 9. Ah. Erfolg! Als der Köhler erkennt, dass ihr nicht zu den Räubern gehört, die diese Gegend unsicher machen, begrüßt er euch freundlich und bittet euch, etwas gegen diese Räuber zu unternehmen. Na klar, kein Problem. Und wieso? Machen wir sehr gerne. Ja. Nein. Warum ist hier diese Blutspur auf diesem Boden? Da drüben habe ich eine tote Maraskanerin, einen toten Torwaller, eine tote... Wollt ihr hier den Harnisch von einer Torwallerin kaufen? Ja. Schließlich gelangt ihr zu einem steilen Felsen, der hoch über den Wald hinausragt. An seinem Fuß findet ihr eine geräumige Höhle, in der ein zerlumpter Eremit sein Dasein fristet. Den kennt er auch schon, wa? Natürlich. Ja. Gute Hubert. Als er euch bemerkt, kommt er fröhlich auf euch zu und beginnt ungefragt, wichtig, damit euch vom Wald ohne Wiederkehr zu erzählen. Jeder Held führt jetzt eine Sinnesschärfeprobe durch. Ach. Geschafft. Geschafft. Ja, an dieser Stelle ganz kurz, viel Erfolg, Naseweiß, der schreibt gerade eine Bewerbung. Ah, viel Erfolg. Viel Erfolg. Also, ja. Haben wir alle geschafft? Ja. Nö. Nö. Also. Ich finde es so interessant, was der zu erzählen hat. Ja. So interessant. Dann hör aber mal zu. Wow. Dann lesen wir erstmal vor für den Misserfolg. Nachdem euch der Eremit seine Geschichte erzählt hat und ihr euren Weg in die Tiefe des Waldes vorgesetzt habt, stellst du fest, dass er dich bestohlen. Nein! Und was? Decke so lange Karten von einem Zugstapel auf, bis du eine Rüstung, Waffe oder Ausrüstung ziehst. Mann, lege diese in deine Ablage. Die restlichen gezogenen Karten werden wieder in den Zugstapel zurückgelegt. Oh nein, wir hätten ihn davor warnen sollen. Das haben wir doch alles schon mal erlebt. Ja. Erfolg. Der Eremit berichtet, dass die Burg Andergast von einem Heer aus Untoten vernichtet wurde und seitdem der böse Magier Murgol dort haust. Und seine Finsternis verloren. Er hat meinen Kampfstab geklaut. Ja. Diese Möb. So gemein. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Geben Sie dem kleinen Jungen sofort seinen Kampfstab zurück. Hallo? Hallo, wir haben so gespannt seine Erzählungen. Ich bin nicht der. Das ist Kadolan. Sorry. Na, was? Das bin Nein. ich. Kadolan. Das ist Kadolan, ja. Kadolan, bitte. Ja. Bitte? Nach eurer Begegnung mit dem Eremiten durchquert ihr weiter den Wald in Richtung Burg Andergast, bis ihr schließlich an den Rand eines Knüppeldamms gelangt, der durch den trügerischen Sumpf zur Burg führt. Der Wald ohne Wiederkehr liegt hinter euch und zwar und war nicht halb so gefährlich, wie ihr gedacht habt. Tja, haben die anderen alle gestorben? Kampfstab verloren. Doch, während ihr das noch denkt, beginnen die Weidenbäume um euch herum plötzlich zum Leben zu erwachen und peitschen mit ihren Zweigen auf euch ein. Aber wartet mal, was war denn mit diesen Räubern? Machen wir es doch nichts gegen die? Nein. Ah, okay. Jetzt führe erstmal eine Wildnislebenprobe durch. Jeder? Also jeder, ja. Ich bin dann natürlich Bam. Richtig gut mit einer 8. Aber auch die habe ich geschafft. 5. Easy peasy. 2. Easy. Alles jeder geschafft? Ah, hier, die Wildnislebenprobe haben wir alle geschafft. Ja. Ne? Haben wir beim ersten Mal allerdings auch, ne? Ganz ersten Mal. Deswegen haben wir es auch geschafft. Ja. Die verhexten Weiden peitschen wild um sich, sind aber immer noch an ihrem Ort verwachsen, sodass du ihnen mithilfe deiner naturkundlichen Kenntnis aus dem Weg gehen kannst. Das ist nett. Cookie Parley hat übrigens gerade den Vorschlag gemacht, dass wir uns erstmal gegenseitig vorstellen. Hallo, ich bin Palinai, ich bin Amazone. Ich bin Kanolan. Und ich habe dir schon ganz viel Geld geklaut. Ja? Ich bin Mirchi Bam und ich bin Magierin. Ja. Und Influencerin. Ja, ist das so? Okay. Muss die ganze Zeit denken. Ja, weißt du, wegen Julian Bam. Aha. Ah, oh Mirchi Bam, weißt du? Juckt mich nicht. Ja. Nachdem ihr die Weiden überwunden habt, betretet ihr den Knüppeldamm und meint bereits in einiger Entfernung die Umrisse der Burg auszumachen zu können, als sich plötzlich eine grünbraune Gestalt, nein, ich bin's diesmal nicht, aus dem Sumpf erhebt und den Damm vor euch blockiert. Das war eine Referenz auf einen saulustigen Witz von mir letztes Mal. Ich kann immer noch drüber kichern. Es handelt sich um ein riesenhaftes Sumpfmonstrum mit Klauen und Schwimmhäuten. Präferenz, ne? Ja.
und einem gewaltigen Maul voller nadelspitzer Zähne. Na, das lässt sich jetzt drüber streiten, ne? Während ihr noch vor dieser Gefahr zurückweicht, tauchen hinter euch plötzlich mehrere Personen und Tiere auf. Die Räuber haben euch in eine Falle gelockt und wie es scheint, werden sie dabei von den verhexten Tieren des Waldes unterstützt. Es entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. Da sind wir wieder. Also. Was ich mir jetzt gerade gefragt habe, heißt der eigentlich Knüppeldamm, weil er irgendwie geformt ist wie ein Knüppel oder weil er immer geknüppelt wird? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das ein Ausdruck für diesen... Nee, nee. Oder ist Knüppeldamm ein Fachbegriff? Das ist einfach das Wort für so einen Weg, der durch eine Sumpflandschaft führt. So ein bisschen erhöht und da sind dann solche Bohlen drüber. Könnte schon sein. Also wir haben eine Kampfumgebung. So heißt, weiß ich gar nicht. Ja. Eine Kampfumgebung ist, hatten wir das letzte Mal schon beim Johannes? Nein. Das ist tatsächlich jetzt einfach noch eine besondere... Eine Regel, die ganze Zeit gilt. Richtig. Und zwar, ihr dürft Angriffe nur gegen den Gegner durchführen, der sich ganz rechts in der Gegnerreihe befindet. Ganz rechts? Ganz rechts. Okay. Ja. Dann haben wir unseren Anführer, das ist das Monster im Sumpf. Den können wir erst angreifen, nachdem wir die Illusion durchschaut haben. Oh, ja. Oh. Wir müssen jetzt quasi eine Heldenaktion können wir ausführen, Illusion bekämpfen. Wir legen jetzt zur Anzahl der Abenteuer mal 2 Abenteuermarken da drauf. Und jeder Held darf maximal einmal pro Runde eine Willenskraftprobe machen und entferne für jede erfolgreiche Probe einen Abenteuermarker. Wurden alle Abenteuermarker entfernt? Dann schauen wir die Illusion und drehen diese Karte rum. Kostet das Ausdauer? Ja, ja. Eine. Ja, Terra Luxa und Titi Star haben uns gerade aufgeklärt, das ist ein Fachbegriff für Holzbohlen, die so nebeneinander aufgelegt werden. Ja, genau. Ja, ja, ich dachte, ich wollte es nur erwähnt haben, danke. Gut, dankeschön. So. Aber wir können den Boss sowieso nicht angreifen, solange noch. Richtig, den kann man. So. Nein, im Prinzip, den Boss können wir sowieso in dem Kampf jetzt gar nicht angreifen. Nämlich, wenn wir die Illusion durchgeschaut haben, dann dürfen wir was machen, eine Spezialaktion. Aber das ist natürlich ganz überraschend, wir wollen dich jetzt nicht spoilern, wie wir diesen Boss besiegen. Boah, dann können wir da wahrscheinlich einfach vorbeilaufen und müssen die Räuber gar nicht bekämpfen tun. Doch, wir müssen natürlich kämpfen, weil die machen ja die ganze Zeit Damage. So, welche Schwierigkeit wählen wir denn? Na ja, komm. Wie wäre es denn mit normal? Ja. Ja, also muss, also oder schwer oder legendär, aber ich glaube, dadurch, dass wir es eigentlich schon nicht geschafft haben, mal weiterkommen wollen. Leicht fällt raus, weil das will ich, diese Blöße möchte ich mir nicht geben. Und schwer und legendär wäre fahrlässig, weil das schaffen wir nicht mal normal. Also, wir müssen jetzt hier 6 Marker drauflegen. 1, 2, 3. Achso, ich habe die jetzt hier auf das Monster gepackt. 5, 6. Ach, hast du schon draufgelegt? Oh. Nee, die kommen da drauf, wenn du magst. Kannst du die da drauflegen. So, du kannst aber schon mal, wenn du magst, den Schergenstapel noch mal mischen. Das mag ich. Und dann darfst du Schergen auslegen, bis du einen Gefahrenwert von Heldenanzahl mal 4 erreichst. Also 12. 12. 12. Ich mach mal so ein Stapelchen. Wir haben dadurch, dass wir normal spielen, 7 Runden Zeit. Und in Runde 5, 3, 1 und je nachdem, wie weit wir mit der Illusion durchschauen sind, in Runde 2 passiert etwas. Und da passiert auch in der Runde irgendwas was. Wir haben als erstes die diebische Riesenfledermaus. Ist natürlich toll, dass die ganz links liegt. Die kann uns Gegenstände klauen. Das ist blöd. Das ist blöd, ne? Dann haben wir aufgeschreckte Ratten. Ratten. Sind das ein Schwarm? Das. Ja, ist ein Schwarm. Okay. Dann wurde schon wieder Blut vergossen. Eine Neandertalerin und sind dann genau auf 11. Toll! Super! Das ist bisher jedes Mal so gewesen. Dann ziehen wir jetzt noch eine 8 oder sowas. Komm, hau mal richtig was noch raus. Aufgeschreckte Fledermäuse, eine 3. 3? Ist das das Gleiche? Nochmal so ein Schwarm? Ja. Oh. Haben wir 3 Schwärme? 2 Schwärme. 2 Schwärme. Die Neandertalerin und Räuberin? Tatsächlich, witzig. Also das die heißt, Zeitskala 7. Es sind gar keine Räuber, es ist nur eine Neandertalerin und ganz viele Ratten mit und ohne Flügel. So. Voll der Räuber. So, wie viel Leben haben die denn? Ich muss immer auf den Bildschirm gucken. Schwarm, lege 2 Totenköpfe auf diese Karte. Immer wenn die... Okay, nur 2 Stück. Die sind ja gar nicht so schwer. Ja, auch nur 3. Naja, aber der Schwarm... Ah, 3 Lebenspunkte, ja. Wir müssen dem Schwarm halt entsprechend viel Schaden machen. Ja, aber die gehen jetzt noch so von dem, was wir bisher bekämpfen durften. Also... trotz unserer Erfahrungen bist du da aber sehr selbstbewusst, lieber Chris. Ja. Die machen doch direkt Schaden. Wir haben den Johannes ja dabei. Wie viel Marker musst du da drauflegen? 2. 2 nur?
Fledermäuse und Ratten haben wir. Ja. Okay, passiert da irgendwas in der Runde? Nee, da nicht. Okay. Also die haben dann einen Rundeneffekt. Was ist bei 2 oder 3? Bei 3. Bei 3, alles klar. Ja, okay, wie viele Lebenspunkte haben die? 3? Wer mag denn der Startspieler sein? Der Johannes. Johannes. Weil du der Gast halt bist, dachte ja, ich. Ja, ah, die Ratten haben sogar 4 Lebenspunkte. Ich möchte... Und spiel ich denn? Michi Bam! Kannst du mir Michi Bams Rad rüberreichen? Danke sehr. Cyclone, das ist in der Regel, der Schwierigkeitsgrad regelt in der Regel er regelt in der einfach die Zeitskala, wie Paul gerade schon anmerkte. Das heißt, wie viel... Aber auch nicht immer. Nicht immer? Nein. Also in dem letzten Abenteuer in Akt 2 war es, glaube ich, hast du immer viele Runden, entsprechend gleich viele Runden Zeit. Aber in der Zwischenzeit passieren ja noch Dinge. Ja, genau, das meinte ich damit. Ach so, okay. Sorry. Also. Genau, also es regelt im Prinzip, wann was passiert und wie oft was passiert. Also bei leicht passiert zum Beispiel dann nur in Runde 5, 4, 3 und 1 was, während bei schwer halt jede Runde ein neuer Scherge dazu kommt oder sowas. Ja. Genau. Im Prinzip nur in dem Abenteuer jetzt zu einfach und normal. Bei einfach hätten wir 8 Runden Zeit anstatt 7 Runden. Ja. Und aber die Ereignisse passieren das gleiche bei 5, 3 und 1 und 0. Aber bei schwer geht es dann gleich schon ein bisschen mehr ab. Da hast du auch 7 Runden Zeit, aber guck mal, da hast du bei 6, 5, 3, 2, 1, 0 Aktionen. Oh. Und bei legendär geht das Ganze noch ein bisschen krasser ab. Da hast du nochmal 6, 5, 3, 2, 1, jede Runde kommt ein neuer Gegner hinzu. Ja, krass. Da kannst du eigentlich... GT-Star meinte auch gerade, dass legendär für gepimpte Helden gedacht ist. Das spricht wahrscheinlich... Dass sie nicht gesteigert sind oder so. Genau. Ja. Ja. Die dann halt sonst keinen Anspruch mehr haben, sich sowieso durchmetzeln quasi. Außer du hast jemanden wie mich dabei, der so gut würfelt. So. Dann hätten wir alles. Und dieses Mal ist die Dämoneneule nicht dabei, weil wir unsere Wildnislebenprobe tatsächlich geschafft haben. Das ist der Wahnsinn, ja. So. Haben wir denn überall den Startspielermarker? Haben wir den schon? Sonst nehmen wir einfach das hier. Wir nehmen den da drüben, genau. Johannes fängt an. So. Gut. Ich kann das doch gar nicht mehr. Also, wir haben ja unsere Mulligan-Phase. Genau. 5 Karten ziehen, gucken. Mhm. Genau, wenn neue Leute dabei sind und ihr habt das noch nie gesehen. Gerne Fragen stellen. Genau. Wir scheuen uns nicht, diese dann zu beantworten. Oder wir haben auch sehr erfahrene Spieler im Chat dabei, die euch auch gerne sicherlich die eine oder andere Frage beantworten werden. Oder auch uns die eine oder andere Frage beantworten. Gell, Cheese-Teaster? 5. So. Natürlich haben wir alle Karten gesleeved. Vorbildlich, wie wir Vorbildlich, sind. Natürlich. So, der Rapier, der ist schön. Den nehmen wir doch mal mit. Achso, die werden gleich reingemischt, ne? Die Ne, die legst du erst nebenhin, dann ziehst du neu und danach mischst du. Ja, ja. Okay. Ja, cool. Okay. Achso, stimmt, du hast ja schon eine Waffe abgelegt, ne? Den Kampfstab. Ne? Gut, Schat, ey. Info, ich habe immerhin sowas wie einen Heiltrank auf der Hand. Sehr schön. Sowas wie? Also, es ist ein Heiltrank. Oh, ich habe Verbindungen. Ich kann jemanden mal Karten ziehen lassen. In Höhe der Ausdauer. Irgendein Helden. Ein Spieler deiner Wahl. Nice. Oh. Das ist gut, weil dann könnte ich zum Beispiel auch ihn hier für Balsam fischen lassen. Das ist nett. Was sind da deine Sonderfähigkeiten nochmal, die du hast? Die habe ich schon umgedreht. Mische einmal in deinem Zug bis zu 2 Karten deiner Ablage in den Zugstapel. Ziehe anschließend bis zu 2 Karten. Also ich kann mir den Kampfstab wiederholen. Ja, aber du hast auch, glaube ich, viele Ablegekarten, die du Sachen ablegen kannst. Ja, du kriegst irgendwelche Dinge. Bei dir war das Schaden verdoppeln, wenn du eine 6 gewürfelt hast, gell? Ich darf einmalig bei einem Schadenswurf, bei dem ich das Maximum gewürfelt habe, den Würfelwurf verdoppeln. Nice. Und ich habe, weichst du einem Angriff aus, darfst du nach dem Schadenswurf einmalig bestimmen, keinen Trefferpunkt dazu erhalten. Auch gut. Das ist halt auch ganz gut. Ja. Hallo Elarion Kjeldoran. Hi. Schön, dass du da bist. So Johannes ist gerade dran. Du ziehst jetzt 2 Karten. Du darfst maximal 2 Ausdauerkarten ausspielen. Also sprich 2 Karten als Ausdauer ausspielen. Das können wir ja parallel machen. Genau. Nur dann, wenn es dann losgeht, dann. Und hilfreicher Tipp, den ich vom Taunus-Titan selbst bekam, beziehungsweise wir, man sollte immer mindestens man sollte die ersten 3 Runden 2 Ausdauer ausballern. Sicher ist sicher.
ganz und hallo Ulrich, steht. Schön, dass du auch dabei bist. Hi Ulrich. Das nehme ich weg. Ja. Das nehme ich an. Und dann, man hat ja am Anfang nur zwei, ne? Das ist ja blöd. Ja. Ist gar nicht mal so. Ah, cool. Stimmt, ich habe hier in der, ich habe noch die erste Edition und da kostet der Angriff vom Karolan noch Ausdauer und hier ist es null Ausdauer, seinen Angriff zu machen. Hast du, bei dir sind aber mir Kosten, gell? Ja. Hast du so gedacht, dass deiner nichts kostet? Du hast ja nur Dolch. Messer, genau. Ja. Ich schaffe das. Ich bin überhaupt nicht überfordert mit meinem Dasein, deswegen schaffe ich das. Passt auf. Ich habe zwei Dinge gelegt. So, jetzt... Die Ausdauer. Nur für dir zu helfen, genau. Ausrüstung hier. Sinn, das steht da sogar. Ja. Dann spiele ich aus einem Attributo. Ich bin ganz schnell nochmal... Ach so. Die Lebenspunkte anzeigen. Ist eine gute Idee. Hat denn einer von euch schon irgendwas, womit ihr gleich voll reinhauen könnt? Nö, ich würde tatsächlich entweder hatte ich überlegt, Lederbeinlinge anzuziehen oder Zeschen auszurüsten und einmal die Willenskraftprobe zu machen. Oh, die Willenskraftprobe habe ich ganz vergessen. Auch wenn ich nur eine Willenskraft von 8 habe, ich hoffe, dass du ein bisschen höheren Wert hast. Ich habe 10. Wie hoch hast du Willenskraft? Ich habe Willenskraft 12. Nice. Aber ich werde auch diese Runde angreifen und Willenskraft machen. Ja. Insofern. Ich rüste was aus, greife an und tu Willenskraft machen. Gut, soll ich denn. Okay. Ich könnte. Soll ich auch angreifen? Ja, klar. Aber ich könnte jetzt Willenskraft machen oder angreifen. Nee, beides. Aber warte mal, wie viel ich habe schon eine Ausdauer bezahlt. Ja, dann geht nur eins. Dann geht nur eins. Ja. Was ist denn sinnvoller? Mach die Willenskraftprobe, würde ich sagen. Ich lasse euch ganz kurz mal... Einfach nur, weil der Anführer ist schon eklig. Alles klar. Dann spreche ich ein Attributo, und zwar auf den Philipp. Auf mich? Und ich habe eine 1 gewürfelt. Das gilt das jetzt auch als Crit, wenn es eine Fertigkeitsprobe ist? Ja, dann darfst du eine Karte ziehen. Ich ziehe eine Karte. Achso, wollen wir das so machen, tatsächlich, dass wir hier drin würfeln und dann immer, wenn wir würfeln, den Chat umschalten? Genau, wollen wir das so machen? Ja, ja. Dann sieht der Chat auch tatsächlich, was wir würfeln, okay, wenn du magst. War eine 1. Ja. Eine 1. Ihr müsst mir glauben. Ja, ich hab's gesehen. Genau, ich mach das gleich. Ich will nur... Wir lügen nie. Ich bin auch kein Streuner. Also, du bekommst jedenfalls jetzt plus 2 auf deinen Angriff gleich, lieber Philipp. Wie geil. Na? Und dann mache ich meine Willenskraftprobe. Ja, würfel ruhig schon. Würfel ruhig schon mal. Ja. Ich mach das hier noch fertig. Eine 17. So schade. Die hat mich auch eine Ausdauer gekostet. Das finde ich unschön. An der Stelle kriegst du jetzt leider keinen Punkt, weil es keine Angriffsprobe sondern ist. Eine Fertigkeitsprobe. Sondern Fertigkeitsprobe, ja genau. Alles klar. Dann bin ich mit meinem Zug am Ende. Ja, dann ist der liebe Phil dran. Aber lass ich mir ihn nochmal. Haben wir denn im Chat Leute dabei, die dieses Spiel noch nie gespielt haben? Braucht ihr noch ein paar Regelerklärungen zwischendurch oder können wir einfach das durchziehen straight? Das würde ich euch auch gerne sagen, aber warte mal, jetzt habe ich nämlich fast das Interface. Nice. Ja, ich habe nämlich musste noch den dritten hinzufügen. Ja. Der hat natürlich aber wir haben tatsächlich für die nächste Session, wenn es klappt, das schon in Arbeit. So. Oh. Jetzt sollte man, also wir sehen das natürlich hier nicht, aber ihr solltet jetzt unseren aktuellen Lebenspunktestand sehen. Apropos Lebenspunktestand. Ja. Ha! Ich sollte mal das Rad vor mich hinlegen. Nee, der ist jetzt so, wie er stand. Also das geht jetzt nicht, ne? Ah, verdammt. Also der Zwerg meint, er würde einfach erstmal nur zusehen wollen. Wir müssen das für ihn nicht machen. Wie gesagt, okay, wenn irgendwas ist, meldet euch. Ich glaube, den Chat hier immer rumfliegen und lese mit. Insofern, bei Anmerkungen, Fehlern, die wir machen, etc. Ja, gerne. Bitte für euch behalten. Genau, behalte die für euch. So, also, dann schreibe ich mal. Wir können sehr gut mit Kritik umgehen. Genau. Chris spielt ohne Lebenspunkte. Ja, das brauche ich nicht. Genau, ja, du hast ich bin eh tot. Ja. So, quasi. Also, deswegen. Ich werde jetzt zur Tat schreiten. Ja. Und zwar werde ich zunächst einmal eine Ausdauer ausgeben, um meine Willenskraftprobe zu machen. Mhm. Ach, ich wollte da vorne würfeln. Ja, aber für dich ist das ein bisschen doof. Für mich ist halt doof, weil ich relativ weit weg sitze, genau. Also ich strecke meine Hand jetzt aus und ihr seht sie immer noch nicht. Okay, lass mir das. Ich habe 18 gewürfelt. Der Tisch ist halt echt groß, gell? Und genau, das ist der Nachteil an so einem großen Tisch. Ja. Ich habe sie jedenfalls versemmelt. Okay. Hahaha. Ha, ha. Dafür greife ich aber dann noch einen Fledermaus-Schwarm, also den ersten voraus. Ich denke, dass du +1, +2 auf deinen Angriff hast. Ja. Genau. Und ich habe ja eh schon einen Nahkampfwert von 13. Das heißt, wow, 15. Und ich würfel eine 2. Das nice. Ist gut. Das ist sehr gut. So. Jetzt gib ihr mal so richtig einen auf den 6 Schaden. Naja, 3. Das reicht doch für eine. Reicht dir für eine? Nee, ach, stopp, ausweichen.
Magst du den Gegner würfeln? Die können ausweichen, die sind doch doof. Ja, die hat einen Ausweichwert von 8. Damit schafft die das nicht. Na, das dann ist, schade dann für ist sie. So. Wie viel Schaden hast du gemacht? 3. Das heißt, reicht genau, um mir einen Marker wegzunehmen. Nice. Jetzt hat die quasi ist noch eine Fledermaus da, weil dann liegen nur 2 Stück. Genau. Hier. So. Dann bin ich dran. Oder warst du fertig? Ich war fertig, genau. Ja, dann spiele ich Zechen aus. Das kommt erschöpft ins Spiel. Das ist im Prinzip eine Fähigkeit. Ausdauer zusätzlich. Genau. Kenne ich schon. Die ist nice. Mhm. Und dann mache ich auch eine Willenskraftprobe. Tatsächlich jetzt an der Stelle nur auf die 8, aber Versuch macht Luch. Ne? Nee, das hat nicht einfach geklappt. Die sind eigentlich so willensstark im Moment. Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Und dann greife ich noch mit meinem Messer an, auch die Fledermaus, auf die 12. Nein, 20. Es geht gut los. Dieser Würfel, der mag mich einfach nicht. Magst du mal bitte? Oh das je, ist die Karte, die ich ablege. Verbindung. Ein Spieler deiner Wahl zieht Karten. Ja. Ich bekomme eine Schicksalsmarke. Und damit wären wir fertig. Jetzt wäre Philipp der Startspieler. Aber. Nee, stopp, du bist noch Startspieler. Entschuldigung. Die kann ich ja jetzt noch umbringen. Genau. Wer mag denn die Gegner würfeln? Komm, ich mach das mal. Die erste Runde nicht, dann wechseln wir einfach durch, würde ich sagen. Also, der Boss. Der hat 3 Attacken. Anzahl der Spieler: 11. Böse Energie. Ein zufälliger Held erhält 1d6. Mach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Der viel. Viel. Hm. Wie viel kriege ich? Warte. Du bekommst 5 TP. 5 Trefferpunkte. Ich versuche auszuweichen, selbstverständlich. Ich schaffe es auch. Eine 2 habe ich. Dann bekommst du 3. Dann bekomme ich nur 3 Schaden. Immerhin. Ja. Wir möchten noch mal hauen, habe ich gehört. Ja. Eine 18. Oh, er knurrt bösartig. Und noch eine 18. 16. 16. Dann aber knurrt er noch mal bösartig. Ja, ich sag ja, hochwürfeln kann ich. Was hast du zuerst gewürfelt? Eine 11, ne? Ja. Dann war es was anderes. Tja, so ein Pech, da hast du nur 9 gewürfelt. Okay. Rechnen ist gar nicht so einfach. So, die diebische Fledermaus, die hat einen Angriff. Terra Luxa, ich versuche deine Frage gleich einzubauen. Würfel du erstmal fertig bist. Ja. Eine 3. Damit der Startspieler erhält 1d6 plus 1 Trefferpunkt. Also ich. Nee. 6. Nein! Ich versuche auszuweichen. 6? Nein. Es gelingt mir nicht, ich habe nur 20 gewürfelt. Ja, das ist es doch jetzt schon wieder am. Es tut mir echt leid. Das wäre deine Alf-Gestalt gewesen. So schlimm ist das nicht. Ich bekomme 7 Punkte Schaden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz schön diebisch, diese Fledermaus. Passiert jetzt noch, dass sie was klaut oder war das bei was anderem? Nee, es ist nur bei 1 bis 2. Okay. Dann die Ratten. Wie viele Angriffe haben die denn? Eine Anzahl der Marker. Marker, also 2 Angriffe. 15. Nichts. Die Ratten stoßen ein lautes Fiepen aus. Und eine 7. Ein zufälliger Held verliert 3 Lebenspunkte. Einfach Lebenspunkte weg. Jo. Die 2. Danke. Entschuldigung. Damit habe ich ein Viertel los. Die Neandertalerin. Hat einen Angriff. 4. Das ist wenig. Ein Held nach Wahl der Spieler erhält 1w6 plus 3. Ich. Kadulan bekommt 1w6 plus 3. 5. Ich darf ausweichen auf die 8. Nicht geschafft. Du kriegst 5 Schaden. Ja. Das heißt, ich habe jetzt 35. Und dann hätten wir noch den aufgeschreckten Fledermäuschen. 15. Ich glaube, ich nichts. Hervorragend. Okay. Dann nehmen wir mal einen Marker von der Zeitleiste. Und das sind wir bei 6. Das ist erst bei 5, gell? Mhm. Kann das genau nicht lesen. Okay. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich alles gemacht. Die Gegner haben alle angegriffen. Die haben uns schon ordentlich angeknabbert. Wir haben den Zeitmarker weggenommen. So, warte, jetzt mache ich hier, die Lebenspunkte schon aktualisiert. So einmal uns seht ihr nun. Und jetzt hoffe ich, dass das klappt. Das ist, ja. Mit einer Maus ist das gar nicht so einfach. Das nächste Mal bringe ich dir eine Maus mit. So, du. Nee, jetzt habe ich es versemmelt. Du hast nämlich 35, Chris. Ja. Ne? Ja. Ja. Ich habe nämlich dem Johannes 35 gegeben. Ich habe nur noch 30. Du hast nur noch 3. Nee, ich sag mal so, wenn der Johannes jetzt drauf geht. Hallo? Dann sind wir immer noch so weit wie letztes Mal. Ja, aber ich meine. Entschuldigung. Ist ja okay!
Was ist denn die Frage von Terraluxa gewesen? Genau, die Terraluxa-Frage, die war tatsächlich, ich vermute mal, der Gelegenheit geschuldet, der Tatsache geschuldet, dass der liebe Johannes da ist. Liest sich die Redaktion eigentlich die Skriptoriumsabenteuer durch? Habt ihr da... Die Skriptoriumsabenteuer, da ja. Kommen wir nie zu. Nee. Ich fürchte, da muss ich leider sagen, nein. Ich hoffe, dass die Frage ausreichend beantwortet wurde. Genau. Und Paule, du hast dich jetzt gemeldet, aber wenn ich das in Erinnerung habe, ist es wahrscheinlich nur ein Spaß von dir, weil du bist ja eigentlich, du solltest ja fit genug sein in der Regel. Glücklich, Paule? Ja. Was? Ja, der hat sich gerade gemeldet. Ich vermute, es ist ein Spaß. Der will uns nur ärgern, weil er darauf spekuliert, dass... Hat er nicht selber sich ein Spiel geholt und das parallel gespielt, oder war das jemand anderes? Na. Dann ziehen wir alle mal zwei Karten, würde ich sagen, wa? Machen wir. Wie ist das eigentlich jetzt? Hat mein Zug jetzt schon begonnen, oder... Weil ich bin ja erst als letztes dran. Nein, das findet jetzt tatsächlich parallel statt, dass wir jetzt ziehen, Ausdauer erfrischen und diese ganzen Sachen machen oder zu Beginn des Zuges Effekte spielen. Aber dann, wenn es an Angreifen geht, dann geht es in der Reihenfolge. Diese Attribute wirkt bis zu Beginn meines nächsten Zuges. Ja, das ist wirkt jetzt... Wirkt jetzt noch? Nee, nein, okay, nein. Das ist ja schade. Ja. Okay, das wäre auch zu gut gewesen. Mhm. So. Ja. Let's go. Ich bin Startspieler. Aber ne? Ich bin immer offen von... Der Chat kann da gerne dazu was sagen, ne? Falls wir irgendwelche Sachen falsch machen sollten, was die Reihenfolge betrifft. Du bist Startspieler, ja. Selbstaufgabe. Die möchte ich nicht. Oh, versuche ich das. Oh, ich glaube, das versuche ich. Ich spiele. Ich mache jetzt mal einen Move. Ich ziehe eine Karte. Okay. Weil ich... Alles, was ich auf der Hand habe, ist einigermaßen gut, was ich nicht abwerfen möchte. Zeitmarke haben wir entfernt, gell? Ja. Ja. Haben wir. Es sind nur noch 6 Stück da. Wir haben mit 7 begonnen. Genau. Das sind, ach so, seht ihr jetzt gerade nicht. So. Wie ist das? Dürfen wir nur diejenigen ganz rechts angreifen oder dürfen wir nur denen ganz rechts Schaden machen? Ich glaube, ihr dürft Angriffe nur gegen Gegner Angriffe durchführen. Okay, ja. Das ist doch nett. Dann. Mach das vermutlich nämlich so. Warum, welchen Gegner willst du denn ausschalten? Ach, mal schauen. Ach, mal schauen. Gucken wir mal, die Neandertalerin tot. Dann die Fledermaus tot. Ich spiele nur als Info. Ich spiele Schnellziehen. Das kostet mich 0 Ausdauer. Ich kann die oberste Karte meines Zugstapels auf die Ablage legen. Also ich lege sie da drauf. Mhm. Das wäre meine Amazon-Rüstung gewesen. Gut, aber dafür kostet mich die nächste Waffe in diesem Zug, die ich ausspiele, 2 weniger. Dann zeichne ich 2 Ausdauer und spiele meinen Kurzbogen. Nice. Das kostet mich normalerweise 4. Und dann habe ich jetzt auch noch eine Fernkampfattacke. YOLO. Sehr schön, und die macht auch richtig gut Schaden. Ja, genau, 1W6 plus 4 Schaden. Gut, ich wollte es nur erklären, nicht, dass sich gleich jemand wundert, wie ich mit so wenig Ausdauer zu solch mächtigem Feucht kommst. Equip. Ja, genau, ich habe das Wort für so, Ausrüstung. Geschirr. Okay. Es gibt doch noch so ein Wort für Waffengeschirr. Gehänge? Gehänge? Nee, ist auch nicht. Loot! Schwertgehänge heißt das doch. Schwertgehänge. Wir müssen es nicht wissen. Mach deine. Ich werde einen Rapier ausrüsten. Und dann bin ich auch schon fertig. Weil dann mache ich noch Verzechen, greife ich damit an und. Achso, ich muss jetzt erst Dinge tun und danach machen wir die Angriffe. Genau. Gut, dann. Meditiere ich astral. Bekomme dafür 2 Ausdauer und verliere einen Lebenspunkt, lieber Philipp. Nice, das heißt, du hast 6 Ausdauer. 6 Ausdauer. Oh. 4 davon gebe ich aus, um den Djinnenruf bereit zu machen. Oha, der macht nämlich direkt Schadenspunkte. Der macht direkt Schaden und ich kann mir einen aussuchen davon. Nice. Habe ich gehört. So, dann bin ich fertig und jetzt müsste ich nur noch Dinge machen, für die ich würfeln müsste. Dann, lieber Philipp. Gut, dann mache ich erstmal meine Willenskraftprobe. Ja. Die ich mit einer 8 bestehe. Nice. Ich mach das einfach. Danke. Der Tisch ist echt toll, aber der ist echt groß. Der ist echt groß. Der ist riesengroß. Oder wir sind zu klein. Und dann werde ich noch meinen Nahkampf ausführen. Mit einem. Ist das der niedrigere Wert oder willst du lieber. Aber ich denke mir. Ah, den machst du eher weg. Reicht ja eh mit 3 Schaden. Ich habe danach zwar keine Ausdauer mehr, aber wie gesagt, ich nehme jetzt einfach die
Vielleicht kriege ich einen Schicksalspunkt, aber bei dem ist es noch nicht so wichtig. So, 18, ich kriege einen Schicksalspunkt. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Ja. Jetzt kannst du damit angreifen. Jetzt könnte ich damit nämlich den Bogen benutzen, genau. Machen wir ja auch. Finde ich, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir den nutzen. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Aber du bekommst keinen Schicksalspunkt. Nee, nee. Weil ich jetzt einen eingesetzt habe, bekomme ich jetzt keinen Schicksalspunkt mehr. Okay, alles klar. Okay. Genau, hat nicht geklappt, aber gut. Dann setze ich Zeschen ein, mache meine Willenskraftprobe. Ich trinke einmal Bier und versuche auf die 8. Ja, Gehänge. Ist Gehänge nicht ein... Ja, schon. Sagt man Gehänge nicht für so sagt Gehänge. 11, nix. Keine... So einfach dieses Willenskraft. Nee, hier. Willenskraft ist nicht so mein Ding. Und dann nehme ich den Rapier und versuche die Fledermaus zu bearbeiten, den Schwarm. Auf die 12. 5 getroffen. Und da ist er quasi schon fast hinüber, denn ich mache 1W6 plus 3 Schaden mit dem Ding. Warst du es doch schon. Ne, 4. Naja, läuft. Genau. Das kann auch ausweichen, ne? Ja, genau. Dann bist du jetzt mal dran auf die 8 hier. Das schafft die auch noch, die blöde Kuh. Na toll, da hat die noch einen Lebenspunkt. Yay. Ich habe tatsächlich den Schicksalspunkt für die Ausdauer genommen. Ja. Müsste er dann nicht trotzdem einen für den Angriff bekommen? Ich dachte, nein. Kriegst du nicht sowieso nur einen pro verpassten genau, Angriff pro Runde? Ich dachte, ich kann nur eh einen bekommen. Ich glaube nämlich auch. Ja, meine ich auch. Also ein Chidi ist da. Du hast ja schon einen bekommen genau. In der Runde. Die Frage wurde mich auch gerade im Chat gestellt. Ja, und Cyclone, ich meinte, doch, ich bekomme einen. Die Frage, es ist nämlich das Gehänge, das ich meinte. Ich wollte sagen... Gut, aber du hättest es dafür nicht mal einsetzen können, aber du hast dann noch einen, ne? Doch, du bekommst keinen, wenn du wiederholst. Genau. Hat er ja nicht. Er hat nicht wiederholt, er hat nicht wiederholt. Für Ausdauer. Du hast es dafür Ausdauer eingesetzt. Genau, stimmt, du hast recht. Dann würde ich mich wahrscheinlich einen bekommen. Ja, nimm einfach mal. Nimm doch einfach. Ich hab hier. Ach, hast du? Okay. Ich meditiere erstmal. Tut mir echt leid, ja, aber die hat auch, ist ausgewichen beim Rapier. Kann man nichts machen. Deswegen macht der Johannes das jetzt klar. Mach ich jetzt alles. Ich habe nicht erfolgreich Astral Medi. Ne, hier Attribute. Ich habe meine Attribute verkackt. Das ist blöd. Kostet mich aber nichts. Dann mache ich jetzt. Also soll ich jetzt. Die Fledermaus töten oder soll ich versuchen, die fette Fledermaus mal ein bisschen runterzukloppen? Die kriege ich halt nicht in einem Tod. Die fette Fledermaus? Ja. Ich würde tatsächlich. Ich glaube, ich würde die kleine erstmal wegmachen. Oder die Ratten? Vielleicht kriege ich die Ratten, eine Ratte tot mit dem Djinn? Also rein von der Effektivität her würde ich sagen, du machst die Ratte weg. Dann haben wir da auch selbst wenn du eine wegnimmst, ist es ja wie, wenn wir die Ratte weg, den Fledermaus-Schwarm ja, wegnehmen, weil du. Ja. Einen Angriff wegnimmst. Die hat ja zwei Angriffe. Ja. Wenn du es schaffst, naja, mit einem Schlag macht das die wegzumachen, ja, dann probieren wir das. Dann mache ich einen. Macht die direkt Ruf. Lebenspunktverluste? Die das kann ich nämlich nicht ausweichen. Also wenn du es schaffst, ist es weg. Die macht. 5, gell? Bitte? Wie viele Lebenspunktverluste? 5. 1W6. 1W6. Okay. Also eine Chance von 2/3, dass sie dann stirbt. Ja, mach. Mal gucken. Also ich mache erstmal meinen Angriff mit dem Djinn auf die Dinge. Und ich habe nur 19 gewürfelt. Stopp! Willst du ihn wiederholen lassen? Du kannst ihn wiederholen. Das ist kein Angriff, ich krieg nicht mal einen. Hä? Ist das eine Magieprobe, oder? Aber das zählt nicht als Angriff, also würde ich keinen bekommen. Ach so, ist kein Angriff. Nee. Soll ich neu? Ja, komm. Ja. Mach. Dann hat es nämlich jetzt geklappt mit einer 3. So. Dann, das ist Teamplay. Ja. Wir buffen Johannes, dafür sind wir da. Ja. Wenigstens das können wir. Ja. Bam! Macht 4 Schaden. Ja, es ist der und damit Plan aufgegangen. Die hat sogar 4 Lebenspunkte. Ja. Guck mal, dann ist das genau so gelaufen, wie es muss. Genau. Läuft. Aus Blödheit. Nein, das wäre jetzt fast ein High Five, weil wir müssen das hier jetzt so... Nee, das wir machen genau. High Five. So, jetzt habe ich noch eine Ausdauer. Ich könnte eine Willenskraftprobe machen oder ich versuche, diese Fledermaus da umzubringen. Mach die Fledermaus weg. Dann mache ich nämlich meinen Standardangriff noch. Du hast Willenskraft was? 10, gell? Ja. Die Chance ist höher, dass ich das Ding totkriege. Mach es kaputt. Und ich habe getroffen. Und im Grunde muss ich gar keinen Schaden machen. Du, Chris, ich hab eine Idee. Ja. Mach du dir doch mal auf deinem Handy den Chat an. Ja. Und lass hier die Regie, weil dann kann ich mich ein bisschen mehr bei euch sehen. Es ist irrelevant, ob das Ding ausweicht, deswegen töte ich es jetzt einfach. Lieber Chat, ich guck nicht mehr. Ich mach mir jetzt hier den Chat an. So. Mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich, wollte ich die Sendung anmoderieren mit einer Imitation von einem Anime. Aber ich hab's verpeilt. Wir können doch auch den Chat hier groß machen, gell? Ja, du kannst nur den Chat anmachen, nämlich damit. Lieber Chat, sag gleich dem Chris mal alle Hallo. Ja, der, Chat, sag mir Hallo. Der weiß noch gar nicht, wie das funktioniert. Nur Chat, ich hab's hingekriegt. Ist das krass. Ich bin stolz auf dich. Ja, der ITler hat das hingekriegt. Sag mal Hallo. Aber ich bin natürlich jetzt nicht als Solistes drin.
Aber das ist ja nicht schlimm. Geht ja erstmal ums Leben. Ich auch nicht, sagt der Zwerg. Hallo Chris, ja, sagt Dirty Little Lies. Na dann, moin. Moin auch Nasoweiß. Na dann, machen wir das doch mal hier. Los geht das. Sehr gut. So, jetzt kommen nämlich die Gegner dran. So. Ja. Und ich kann nämlich jetzt, die Sache ist, pass auf, wenn ich jetzt diese Kamera anschalte, dann sieht man den Tisch, das ist kein Problem, aber die Leute vor dem, von dem Fernseher, vor den Geräten, die sehen auch die Lebenspunkte immer noch. Und damit ich Lebenspunkte ausmachen kann, weil die natürlich separat eingespielt werden. Jetzt hat sich hier mein PC wieder aufgehängt. Oh wei. Das ist also merkwürdig. Naja, jetzt sollte es gleich gehen. Ich würfel dann mal für die Gegner. Genau. So, wir haben ein Monster im Sumpf. Das hat 3 Angriffe, der erste ist eine 1. Das ist aber schön für das Monster im Sumpf. Ja, das heißt, er bekommt nämlich eine extra Attacke. Der Startspieler erhält 1W6+5 und legt eine zufällige Handkarte ab. Wer ist denn gerade Startspieler? Ich. Ja. Das wird ihm nicht gefallen. Das wird ihm nicht gefallen. Du kannst hier würfeln, der Chat sieht jetzt übrigens. Achso, ja gut, dann würfel da was neu. Würfel mal. Eine 1. Also eins. Sind nur 6 TP 6. Und du musst eine Handkarte ablegen. Die ich verliere? Ja, du bist Startspieler. 6 TP? Ja. Ich kann nicht ausweichen. Doch, das kannst du. Doch. Ach so. Ja. Nee, hab ich nicht geschafft. Also 6. Darf ich die ausruhen, die Handkarte? Nein, oder? Also, TT Star meint, man bekommt unendlich viele, beziehungsweise maximal 3 für gescheiterte Angriffe, aber auch für jede 1. Also können es theoretisch viele sein, sagt er. Ich denke mal, es geht noch um diese Chips, ne? Also hier die Schicksalspunkte. Jetzt haben wir keinen Heiltrank mehr. Jetzt haben wir keinen Heiltrank mehr. Wir haben keinen Heiltrank mehr, nein. Tja. Schade. Der zweite Angriff des Monsters im Sumpf ist eine 19. 19, da macht er nichts. Das hat er jetzt noch 2. Und er hat noch, wieso noch 2? Weil der hat für die 1 einen extra Angriff gekriegt. Mhm. Ist das so? Das ja. steht da nicht. Nee, das steht da nicht, aber das allgemein. Ist so. Ja. Ein kritischer Erfolg. Also ich soll hier würfeln, damit die das mitkriegen, ne? Ja. Das ist eine 15, würde ich behaupten. Ja. Oder eine 5? Ich würde sagen, das war eine 15. Die würfel neu. Eine 7. Wir machen jetzt ab sofort die Regel, jeder Kippe neu würfeln. Ja, außer er ist für die Spieler. Der Held mit den meisten Ausdauerkarten nimmt eine zufällige davon auf die Hand und erhält 1W6+. Was ist denn das für ein Monster, bitte? Sag ich doch. Eieiei. Ein zufälliger? Wir haben 4. Alle haben 4 Ausdauerkarten. Ja. Also müssen wir es auswürfeln. Ja. Phil hat 1 und 2, du 3 und 4, ich 5 und 6. Du bist es. Du musst eine Ausdauerkarte auf die Hand nehmen und bekommst 1W6+2. Dann mach mal den Schaden, bitte. Du bekommst 4. Ist es egal, welche Ausdauerkarte? Eine zufällige steht da. Dann musst du das jetzt, du bist jetzt der Zufall. Ich misch doch durch und leg ab. Oder so. Du kommst auf die Hand. Also ja, ja, ich weiß. Das könnte ja auch was Gutes sein. So, ich hab jetzt einfach eine gezogen. Ja. Dann hat er noch einen Angriff, weil er so ein krasser Typ ist. Ach Quark, ja, eins gibt Karte, nichts. Korrekt, das Wetter. Genau, eins gibt eine Karte und keinen Schicksalspunkt. Nur wenn man Gegner ausschaltet. GG-Star. Hm? Was hast du gemacht? Gegner ausschalten bekommen. Wie viel Schaden krieg ich? Ja, sorry. Einen Schicksalspunkt. Ja. Ich hab was ausgeschaltet! Du kriegst einen Schicksalspunkt. Oh, müsst ihr mir doch sagen. Das hat dann seinen dritten, vierten Angriff verkackt. Wie viel Schaden hat er bei mir eigentlich gemacht? 4. 4? Ich weiche aus, krieg ich nur 2. Habe ich 33 Lebenspunkte. Nicht schlecht. So, dann die böse, diebische Fledermaus. Hat eine 4 gewürfelt. Der Startspieler erhält 1W6+1. Das sind in dem Fall 4. 4 Schaden kriegst du für viel. Test bestanden. Darf ich ausweichen? Ja, klar. Da habe ich mich eine 1 gewürfelt. Dann hast du. Darf ich eine Karte ziehen? Karte. Nein, jetzt ziehe ich sowas. Wurfnetz. Hm. Ach, du hast auch ein Wurfnetz? Ja. Nice. Ich heiße, ich kriege 2 Schaden nur, ne? Ja. Gut. Ja. Ich 29. Die aufgeschreckten Ratten. Ein zufälliger Held verliert 3 Lebenspunkte. Das ist unangenehm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phil, du verlierst 3 Lebenspunkte ohne Ausweichmöglichkeit. Durch einfach die aufgeschreckten Ratten. Und jetzt kommt noch die Neandertalerin. Die guckt schon so sympathisch. Das ist voll krass, ist, die macht eine 3. Ah, shit. Na, oh Gott, lol, 1 bis 14. Na, okay, dann ist egal. Du hattest noch 33. Ein Held, ne? Nach Wahl. Ich habe noch 33, ja. Er hält 1W6+3. Wie viel Leben hast du? 29. Du? Ich habe jetzt noch 26. Ich, komm. Ich nehme das. Alles klar. Würfelst du mal einen W6? 1W6+3. Ja. Das sind 6. 6. Ich versuche auszuweichen auf die 8. Was mir klingt. Nice. Nice. Das heißt, ich krieg 3. Kadolan. Der ist aber schon 3 Leben. Yes.
Alter. Das war so, gar nicht so schlimm. Das war's. Jetzt eine Zeitmarke wegnehmen. Da sind wir bei 5. Und jetzt greift nämlich ein Effekt. Da kommt ein neuer Schärke, den du auf den Schärkenstapel ziehen. Nein. Das ist die Belohnungskarten. Schärkenstapel könntest du auch da oben hinlegen, wo das Monster-Symbol ist. Genau, nebendran ist der. Genau. Totenschärfenstapel. Und legst ihn dahin. Doch. Das heißt, dagegen kämpfen wir jetzt. Und zwar gegen einen wundervoll aufgeschreckte Ratten. Oh nein, schon wieder? Buh. Rattenschwarm. Zwei wieder Stück. Zwei? Wir haben's mit Ratten, hey. Die haben halt viel Leben, gell? Die haben halt viel Leben. Ja. Das heißt, dann bin ich der Startspieler. So sieht's nämlich aus. Magst du ihm das A geben? Ja. Und wir ziehen Dinge, ne? Wir ziehen Dinge. Jeder zwei Karten. Ich habe nur noch 3 Ausdauer, leider. Wie viele Karten hast du? Habt ihr noch alle gute Karten auf der Hand? Mhm. Ja. Okay. Geil. Heilkunde Wunden ist eine Fähigkeit, ein Talent. Mhm. Kostet mich 0 Ausdauer. Und wenn ich eine Ausdauer ausgebe und das erschöpfe, kann ich einem Helden 2 Lebenspunkte heilen. Nice, das ist richtig gut. Das ist ja mega gut. Ja. So, und dann mal hier. Heute spielen wir Dinge, gell? Keine Assassine, ja. Gell? Cyclone. Heute mal nicht. Heute mal sind es Ratten und Fledermausschwärme. Aber ich glaube, es gab Systeme, ich glaube Pathfinder oder so, da waren die Schwärme auch richtig bitter, ne? Ja. Das ist dann, da sind die nicht mal so. Bei, wobei hier sind sie auch eklig, wenn man so sieht. Ja, ne? Genau, ich finde die nicht gar nicht so ohne. Ich weiß nicht, was ich tue. Du weißt nicht, was du tust. Ich mach das. Ich schaff's. So, Ausdauer ist wieder bereit. Ich habe 5 Ausdauer. Dann gebe ich 2 Ausdauer aus und rüste Lederbeinschienen an. Aus. Dann gebe ich eins aus und dann ziehe ich Athletik. Und dann habe ich nämlich 9er Ausweichwert. Läuft. 2 und damit kann ich Ding tun. Ich spiele einen Helm, dann habe ich Rüstungsschutz 3. Dann spiele ich Armatrutz. Der ist sehr wichtig für die Miri. Mhm. Bam. Mal eine Frage an den Chat. Gibt es denn ein Lieblingsabenteuer, was ihr so spielt, wenn ihr Aventurier spielt? Was ist so euer Favorit? Die Silvana zu befreien? Oder habt ihr einen anderen Favoriten? Wie wir jetzt erfahren. Ja, eure Meinungen würden uns sehr interessieren. Seid ihr alle fertig soweit? Jawohl, du bist dran. Ich bin dran? Alles klar. Wieder. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, mach ich eine Willenskraftprobe. Auf die 8. Ja! Geschafft! Nice! So. Und dann greifen wir mit dem Rapier an. Und auf die Ratten. Auf die 12. Geschafft. Ja, das wird immer besser. Und dann machen wir 1W6 plus 3 Schaden. Das sind direkt Alter. Mal 8. Aber ja, jetzt gut. Einmal ausweichen. Nur 4 durch. Die können nicht ausweichen. Die können nicht ausweichen. Ja, geht ja. Nur 4 durch. Aber eiskalt einen weggestochen. So. Das war's schon von mir. Ach so, kannst nichts mehr, mach doch noch deinen Standard, kannst du nicht, weil du schon einen Nahkampf gemacht hast. Ja, es geht nicht. Aber ich habe jetzt quasi noch eine Ausdauer und die könnte ich mir aufheben, um eine Angriffsprobe von euch wiederholen zu lassen. Und der wird sogar noch um 3 verbessert. Nice! So, das Erste, was ich mache, ich würde mich gern, wie viele Angriffe willst du machen? 2. Nein, ich push mich selber, komm. 2. Ich mache mir ein Attributo Klugheit. Ja, Köki, und was machst du in-game? Du kannst auch, also, wenn du nur Duelle gespielt hast, die Abenteuer lohnen sich auch Solo zu spielen, ja. Bäm, Punktlandung. Dann habe ich jetzt 16 auf Magieprobe. Nice. Dann mache ich zuerst meine Armatrutzprobe. Für eine Ausdauer. Terra Luxa sagt, König der Diebe haben sie ein paar Mal gespielt. Aber auch das Wirtshaus, das ist schön variabel. Das ist natürlich stimmt. Und T-Star sagt, die Solos sind schon nice, aber Ritholzschatz mag ich auch. Ich freue mich auf nichts mehr. Ich weiß, ich habe ja schon ein bisschen geschummelt, aber ich freue mich auf nichts. Dann mache ich meine Willenskraftprobe. Und habe 10 nice. Gewürfelt und das ist auch ein Treffer. Nice. Läuft. Läuft echt läuft gut. Bei uns. Wir haben noch 3 Stück, gell? So, dann mache ich meinen Gin wieder auf diese Ratten in der Mitte. 4 Stück brauchst du, ja. 4 Schaden. 16, auf die 16 habe ich geschafft. Mal gucken, wie viel Schaden rauskommt. 1. Okay. Jawohl. Das ist egal, aber hey, kann ich die nächste Runde vielleicht. Die ist anflambiert quasi. Genau, die ist anflambiert. So, mit meinem letzten Ausdauerding mache ich noch meinen Standardangriff auf die aufgescheuchten Ratten direkt vor mir. Wieder auf die 16. Und damit hätte ich auch getroffen. Sehr gut. Und mache 3 Schaden. Ja, kann ich die gleich tot machen. Hoffentlich. Jetzt läuft's aber, dann kriegst du einen Schicksalspunkt, wenn du den weghaust. Das ist doch nicht schlecht. Gut, dann fange ich wohl an, ne?
So sieht's aus. Also, ich gebe auch erstmal noch eine Ausdauer aus, um den Willenskraft-Test zu machen. Ach, Teraluxa, du hast selbstgeschriebene gemacht. Würfel eine 20. Für 20? Ja. Warte mal, was war das, ein Angriffswert? Nee, Willenskraft. Ah, schade, okay. Ich werfe meine einzige Handkarte, die geweihte Waffe, ab. Das ist ein bisschen schade. Gut, läuft aber bei dir. Dann mache ich mal einen Fernkampf. Warte mal, bevor du das machst. Du hast auch noch einen Schicksalspunkt. Lass ihn dir noch wiederholen. Ist die 20 hinfällig? Ich dachte, bei der 20 kann man das nicht. Doch. Ja. Doch. Ja. Jede Probe darfst du damit wiederholen lassen. Außer Ausweichproben darfst du wiederholen. Behalt die doch die mal, die geweihte Waffe. Genau. Würfel noch mal. Deine Willenskraftprobe neu. Eine 9 habe ich geschafft. Yay! Yeah. Yeah. So, dafür sind wir ja... Dafür sind wir ein Team. Ein Team. Juhu. Danke, Team. Johannes. Ja. Yeah. Team, go Checker. Team. Meine Fernkampfprobe, die ich mit meinem Kurzbogen ablege, gelingt mir ebenfalls. Ja. Und damit schieße ich natürlich jetzt... Ah, das war jetzt ein bisschen blöd. Willst du nicht Nahkampf? Das war Nahkampf. Wolltest du Nahkampf zuerst? Ja, meinst du mit meiner Nahkampfprobe? Ja. Ja, ja. Mit dem Messer, genau, mache ich jetzt 1W6, 3 Schaden. Das war das Kurzmesser. Ja, genau. Ja, sag ich ja. Hier, ja, gut, das kurze Messer, einfach weggemessert. Ja, zack. Was ein Glück, weil jetzt kann ich ja Schicksal. Du hast einen Schicksalspunkt, ja. Und jetzt kann ich ja meinen Bogen einsetzen. Genau, gegen die Neandertalerin. Genau. Oh Mist, das habe ich nicht geschafft. Dann werde ich wohl meinen Schicksalspunkt dafür ausgeben. Ja. Habe ich immer noch nicht geschafft. Schade. Naja, da kann man wohl nichts machen. Ja. Hättest du nicht einfach lieber einen zweiten geben lassen können und dann hättest du es gut sein lassen können. Nein. Das aber ich hätte... 1W6 plus 4 Schaden machen können. Ich sehe das. Ja, aber du hättest ja sowieso nicht tot gekriegt, die Runde. Darum geht's nicht. Doch. Johannes. Okay, ihr braucht Nachhilfe in Taktik, ich sehe das schon. Was hätte ich denn mit der Ausdauer gemacht? Das geht, aber Johannes... Schicksalspunkt wäre das gewesen. Aber Johannes, manchmal ist es nicht das so taktisch denken, du musst dann auch mal für den Erfolg denken, dass du sagst, ja, mich jetzt habe ich mal dass ihr ständig stirbt, ja? 10 Schaden gedrückt. Philipp, ich verstehe dich. So, der Startspieler ist jetzt Johannes. Ja, ah, nee, noch nicht. Jetzt noch platt. Ich wollte die ganze Haue nicht kriegen. So, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir das Sumpfmonster von der Leine gelassen quasi. Also nicht dich. Dann fange ich mal an. Ja, das auch. Nee, 17. 17, Wack. Knurrt. 6. 6. Sumpfgas, eine Ausdauerkarte zufällig zurück auf die Hand. Wer? Der hält mit den meisten Ausdauerkarten. Also du nicht. Ich habe 6. Ich habe 5. Ich habe auch 6. Dann würfel mal. 1, 3, 4, 6. Ich. Oh nein. Ja, habe ich auf der Hand. Und? 1W6 plus 2. 1W6 plus 2. Das sind 4. Aber als Angriff. Du kannst ausweichen. Und ich weiche aus. Nein, ich weiche nicht aus. Dann weichst du nicht aus. Knapp anscheinend. Habe ich noch 2. Nochmal. 2. Angriff, der Startspieler hält 1W6 plus 5 und legt eine zufällige Handkarte ab. 1W6 plus 5. Boah, 8. 8. Ausweichen auf die 9. Nein. Vergiss deine zufällige Handkarte nicht. Das heißt, ich kriege jetzt 9 Leben. Das heißt, ich habe noch 21. Ich tue alles, damit wir jetzt wieder draufgehen. Aua. Ja, das tut weh. Ich merke das schon. Nein, das ist da. Das ist der Bogen. Das ist der Bogen. Hättest du ihn ausrüsten sollen. Ja. Die haben alle einen Bogen verrückt. Ja. Ja. Crazy. Aua, das war schmerzhaft. 9 Schaden hat er mir gerade gedrückt. Da war ich mit Chatlesen beschäftigt. Und so. Was? Ne, 8 Schaden müsstest du bekommen haben. 8? Ja. 8. 5, 3 plus 5 war es. Ja. Ja, okay. Ja. Die diebische Riesenfledermaus. 18. Diebt nicht. Sie. Hat wie viele Aktionen? Flucht. Ja. Ne, nur wenn der Boss weg ist. Nee, entfernt die Karte aus dem Kampf, falls die Lebenspunkte des Schlagen bei 3 oder darunter liegen. Andernfalls passiert nichts. Es passiert ja, nichts. Okay. Hätte ich es doch mal lieber angegriffen. Ja, egal, hätte ich. Und jetzt der Rattenschwarm? Der Rattenschwarm. 20. Oh, nichts. Haben wir einen Vorteil davon, dass sie... Er hat jetzt keine verbleibenden Aktionen mehr. Aber hätte er ihn nicht gehabt. Und die Neandertalerin? 14. Oh, das ist interessant. Nee, greift an. Ein Spieler nach Wahl. Ich nehme das. Okay. Und geht mal eine 6 plus 3. Mach das. Also Teraluxa hat ganz schön viele Abenteuer selbst geschrieben. 1 6 plus 3, 5. Okay, dann möchte ich erst ausweichen. Hm. Sorry, Moment, könnt ihr machen. Wird jetzt erst die 2 abgezogen oder? Ne, erst weiche ich aus, ne? Erst ausweichen, dann Rüstungsprobe. Ich bin nicht erfolgreich ausgewichen, also bekomme ich 3. 3. Ja, Teraluxa, das heißt, du hast... Im Skriptorium hat er... Auf Abenteuer. Ja, genau, gefährliche Tinkturen, die Achas-Schamanen, also 3 Akte und Einzelabenteuer, die Lariel Bononus-Karte zur Tiergestalt, Aventuria Origins und die Karte der Wolf von Windhall. Alter. Hast du aber ordentlich einen rausgehauen hier. Respekt. So cool. Sind die auch ordentlich gebalanced?
Ja, das interessiert uns. Vielleicht sollten wir da mal ein Probespiel veranstalten. Hm. Öffentlich. Ah, müssen wir das mal auf... Wir sind ja Profis, genau, auf Herz und Nieren genau. testen. Also wir testen mal, wie einsteigerfreundlich die sind. Ja, genau. Moment, habt ihr nicht gesagt, das sollen Profis testen? Ja, deswegen. Ja. Warum machen wir das dann? Also, willst du es von Markus zerstören lassen? So dieses... Ja, realistisch, realistisch. Ja. Vernichtet! Gut, das waren die NPCs. Genau. Darf ich euch ganz kurz an dieser Stelle um ein Lebenspunkte-Update bitten? 26. Ja, 22. 26, 22. Ich habe Federn gelassen. Nimmst du bitte eine Zeitmarke runter? Ich nehme sehr gerne eine Zeitmarke. Dann sind wir bei 4. Da passiert noch nichts, ne? Die Fledermaus auch erst bei 3, gell? Yep. Alles klar. Dann bist du jetzt Startspieler? Das bin ich sehr gerne. Wie viel hattest du? 26, Johannes? 26. Ja. Terraluxa sagt gerne, ich bin neugierig. Über die Jahre sammelt sich was an. 1, 2, 3, 4. Gut. Was war da 10? Haha! So, haha! So, jetzt. Aber Hammer! Haha! Die zwei Stück lege ich. Oh. Warum sollte ich das tun? Warte mal. Ja. Brauche ich denn so viele Ausdauerkarten? Ja, die legen wir einmal ab. So. Der bringt jetzt auch nichts mehr. Und da rein. Ach, ich bin so dumm. Nein. Ich hab den Rüstungsschutz vergessen. Der kostet mich nicht mal. Ja, ich auch. Ach, das passiert mir so oft. Stimmt denn mit euch nicht? Ja. Wir sind... Okay, pass auf. Ich stehe dazu. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich bekenne mich. Ja, gut, hallo, mein Name ist Chris. Und ich bin nicht multitaskingfähig. Was soll ich jetzt sagen? Da kann meine Frau ein Lied von singen. Chat. Wie steht's mit euch? Denkt ihr, seid multitaskingfähig oder seid ihr es auch wirklich? Wut, sagte Tintista. Was stimmt mit euch nicht? Aussage vom Mitspieler. Ja, da hast du recht. Der Zwerg stimmt mir zu. Nein, Nasseste. Komm, outet euch, wir sind Gleichgesinnte. Ich bin's definitiv nicht. Ich bin jetzt laut und der konzentriert. Ja. Ich hab Regie gemacht. Regie-Dinge. Ich habe eine Schleuder, die rüste ich jetzt aus. Ja, ich habe nichts, im Prinzip nichts wirklich, was ich machen kann. Ja, ich habe auch nichts gemacht. Ich habe einfach viel Ausdauer, Philipp. Ah, doch, warte mal. Und habe zwei Karten auf der Hand, das sind quasi Einsatzdinge. Ja. Ich kann Schadenswurf wiederholen lassen und einmal Glück. Ich spiele einfach die geweihte Waffe mal auf meinen Kurzbogen. Oha, Terraluxa fängt gleichzeitig Pokémons und schaut uns zu und atmet. Das ist gut. Ganz schön multitasking. Ja, das machen wir halt nicht. Vielleicht hat er vorher was gegessen, dann verdaut er auch noch. Verdaust du auch noch? Genau, das ist jetzt hier die Frage der Fragen. Chapeau. Und da Köki Paul nicht multitaskingfähig ist, merkt er das natürlich nicht dabei. Ja. Atmen und gucken ist schon zu viel. Und Terraluxa verdaut natürlich. Hervorragend. Ja. Ja, wunderbar. Johannes. Ja, it's your turn. Ich mache Dinge. Ich fange an, indem ich mir wieder ein Attributo Klugheit aufdrücke, weil irgendwie kann ich am meisten damit anfangen, habe ich das Gefühl. Leid, Kinder. Hier wird gewürfelt. Das ist gelungen! Dann habe ich jetzt wieder 16 auf meine Magie. Oh. Nice. Dann... Ich werde die Kamera mal wieder umschalten. Achso, das geht ja... direkte Angriffe gehen ja nur auf Leute direkt vor uns, ne? Das ist ja wieder blöd. Genau. Dann mache ich erstmal einen... ich mache erstmal einen Armatrutz. Okay. Cyclone hat natürlich recht. Wir müssen drei Leuten gleichzeitig zuschauen. Das ist ja wohl Multitasking. Das ist super Multitasking. Ja, okay. Da hast du natürlich vollkommen recht, ja. Deswegen habe ich jetzt umgeschaltet für dich. Der ist gelungen. Knapp, aber nur dank des Attributo. Dann mache ich meine Willenskraftprobe. Mache ich noch nicht. Die kann ich später noch verbessern. Aha, stimmt. Aha. Dann setze ich erst meine Schleuder ein. Du machst hier Dinge, das ist unglaublich. Ja. Miri Bam. Auf 8. Miri Bam halt. Ja. Das ist eine 7, ich sehe es genau. Mhm. Mhm. Ich bin eigentlich ein wandelnder ablativer Armor für ihn hier. Funktioniert? Das ist 7 TP. Alter. Auf die, kann die ausweichen? Die Nein. Alte? Und die hat die eine Rüstung? Nee, auch nicht. Die kriegt die einfach 7 Lebenspunkte. Kommt die einfach 7 Punkte runter. Nice. Wenn wir schon jetzt mal dabei sind. Hat sie noch 13, ne? Mach ich direkt noch meinen Zauberangriff hinterher. Ja. Meinen normalen. Auf die 16. Könnt ihr da überhaupt noch mitkommen? Hat Johannes hier gerade die Neandertalerin einfach zerpflückt. Richtig rund. 5. 5 Lebenspunkte. Das ist einfach für mich. Da muss ich nicht rechnen. Da kann ich einfach 5 wegnehmen. Dann, das ist ja blöd. Eigentlich möchte ich einen Schicksalspunkt für die Willenskraftprobe haben. Egal. Ich mache erstmal meinen Djinn-Ruf. Dafür haben wir die Ausdauer.
auf die aufgescheuchten Ratten da. Puff und weg, sagt Kirky Paula, ja, aber fast noch. Auf die 16? Oh ja, eine 2. Und 2? Alter! Alter! Lebenspunkte direkt, also brauchen wir... Sollten wir sollten ihn nehmen ein. Wir brauchen eine 3. Ja. Das reicht, die sind tot. Weißt du, wen wir... Das kriegst du Schicksalspunkt. Weißt du, wen wir nächstens... Ich habe die Idee. Also hiermit steht fest, ganz offiziell, wenn wir gegen Markus irgendwann mal den herausfordern sollten, ja, wir brauchen Johannes. Ja, genau. Ganz klar, tut mir leid. Ich komm mal, das mit der Taktik also, bringe ich euch noch da. An der Stelle muss ich ja sagen, dass wir Hilfe brauchen, war ja sowieso klar. Ja, ja, aber wir haben vor. Unseren Kandidaten gefunden. Machen wir uns nichts vor. Das ist ja hier quasi wie Ulysses sucht den... Sucht die Hilfe. Ja, genau. Nee, die Superstar. Ulysses sucht die dringend notwendige Hilfe. Gegen seinen Chef. Für den ich setze meine letzte Ausdruck. Genau, Naseweiß. Letztes Mal waren sie hier schon tot. Das ist toll, dass du dich da so ran so erinnerst. Hast du nicht geschafft? Ich habe einen Schicksalspunkt, ich möchte gerne neu würfeln. Ja. Nee. 14. Ja, wir müssen zu Johannes ins Bootcamp. Kirky Paul, da hast du recht. Hilft ja nichts. Wir machen bei dir Würfeltraining, was hältst du denn davon? Habe ich jetzt gezeigt, wie es geht. Ja. Okay, ich versuch's auch mal. Stage is yours. Okay, gut. Aber weißt du was? Selbst mitgebrachte Würfel zählen an der Stelle. Ach so. Sollen wir mal den Wassertest machen, gucken, ob der ausbalanciert ist? Ja, guter Punkt. Aber wir spielen jetzt zusammen. Machen wir erst ein Duell. Ich gebe eine Ausdauer aus, lieber Chris, und heile dir zwei. Danke. Leben. Das habe ich für 24. 22, ja, genau. Ja. Danke. Und dann werde ich nun eine Willenskraftprobe ablegen. Sehr schön. Chat, schreibt doch mal, was euer Lieblingscharakter ist von Aventuria. Habt ihr denn einen Lieblingscharakter? So wie, also Phils Lieblingscharakter. Das ist der Christian, ne? Der ist voll der Chat. Ja, ne? Ja. Wow. Da merkt man, wie überfordert ich hier mit meinem Regie-Ding bin. Ja, genau. Deswegen machst du die IT. Ja. Ja. Und statt der IT und... Ah, oh, scheiße. Obwohl, der kann das ja alles besser. Ja, das ja. Ist na, warte mal, wenn ich dann nächstens sitze. Ist da, genau, nächste Woche Mittwoch Markus hat er seine Bewährungsprobe. Ja, genau. Dann mache ich euch mal die Regie hier. Ja, ja. Mache ich mal Blinky Bunti und so. Warte. Super. Jetzt sieht man dich. Da blende ich auch die Lebenspunkteanzeige ein. Weiß doch nicht, die von Aventuria, obwohl wir dann Talk spielen. Ja. Das weiß ja noch keiner. Das hätten wir am... Nein, alles gut. Das hätten wir erst am Ende. Ich habe keine Ahnung, was. Machst nein, du? Alles gut. Das war einfach das sagen Blaue wir. Geschossen. Tja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ah. Entschuldigung. Nee, alles gut. Mhm. Das wäre ja auch nicht schlimm. Stimmt, Holwen, wir waren schon im zweiten Akt. Das werden wir noch. Willenskraft habe ich geschafft. Ja. Ich werde nun meinen Nahkampfangriff ausführen. Sehe ich das richtig? Es ist nur noch ein Marker drauf. Ja. Hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Ja. Nein, die habe ich schon runtergenommen. Nee, nee, ich meine, dann nimmst du Angriffsprobe. Eine Angriffsprobe habe ich geschafft. Ich wollte sie zwar nicht schaffen, aber gut. Ja, gut. Ach so, wolltest du einen Schicksalspunkt haben? Ja, aber ist jetzt nicht schlimm. 3 Schaden. Oh, nice. 5. Du kriegst ja wohl jetzt platt mit deinem Bogen. Genau, und dann mache ich nochmal Fernkampf. 4, geschafft. Nice. Die macht auch ein W plus 4. Ja, 5 reichen aber. 5 reicht. Sehr schön. Gut gemacht, da hast du einen Schicksalspunkt. Sehr gut. Habt ihr das gesehen? Einfach danke. Eiskalt mitgesnallt. Ich hab jetzt echt mal richtig gewürfelt, ne? Endlich, Johannes. Jetzt habe ich dir mal ja, endlich mal ich gezeigt, das mit dem Schwung halt. Ja, ne? Ja. Oh, saublöd von mir. Also, Terra Luxa sagt, Nummer 1 ist Hilbert bei ihm, zweitens die Hexe und bei drittens, was, deine Schamanin, also die Achas-Schamanin, wie man das auch spricht. Achas. Okay. Naseweiß, ich habe meins erst diese Woche bekommen und habe noch nicht gespielt, deswegen noch kein Lieblingsabenteuer oder Charakter. Na dann. Die Woche ist schon vorbei, du hast noch nicht gespielt. Kirky wartet noch auf die Erweiterung, hab nur die Grundbox. Ich bekomme alle Erweiterungen mit dem Crowdfunding. Oh. Ilarion Kildoran Sakarodan. Heißt bei uns Cardolan. Nur zur Info. Ich finde, das Cardolan sollte als Sonderfähigkeit haben, du kannst dir einmalig 10 Schaden selbst zufügen. Ja, das ist auf jeden Fall was man braucht. Ja. Und der Gegner darf nicht angreifen. Genau. Yeah. Du kannst tausche 10 Schaden. Wobei, das könnte... Nein, das gegen den Boss. Es könnte ja eigentlich auch eine coole... Du haust ja mit der Bratpfanne ins Gesicht. Ja. So, der Gegner ist dran, oder? Nee, du musst nein, auch nicht. Nein, ich darf noch. Ja, ja. Willenskraftprobe, bitte. Komm. Aber warte, weil er erst mal eine Schicksalspunkte hat. Dann greifen wir mit dem Rapier an. Das ist gut. Auf die 12. 20. Ja, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ja, du kriegst einen Schicksalspunkt, oder nicht? Ja, ich krieg einen Schicksalspunkt. Und ich verliere eine Karte. Nochmal die diesmal. So, und jetzt die Willenskraftprobe. Hm? Ach. Willenskraftprobe auf die 8. Nicht geschafft. 19. Schicksalspunkt! Wiederhole ich.
Ja! Jawohl! Also, die Illusion ist durchschaut. Illusion berühren. Jeder hält maximal einmal pro Runde. Setze Ausdauer ein, würfe einen W20. Ist das Wurfergebnis kleiner oder gleich? So gelingt es, die Illusion mit den Händen zu berühren. Der Anführer Monster im Sumpf wird besiegt und aus dem Spiel entfernt. Genau. So ein Zufall. Der Ausdauer, die wir ausgeben. Ich habe hier noch 5 Ausdauer, die ich ausgeben kann. Ich probiere es doch direkt mal. Kannst du das machen, obwohl der nicht angreifbar ist? Ja, das ist jetzt hier die Illusion. Das ist praktisch nur die Sonderfähigkeit, um ihn aus dem. Wir können ihn gar nicht angreifen. Okay, ich verstehe. Also ich habe hier noch 5 Ausdauer, weil ich nichts gemacht habe. Und versuch's unter die 5. Da ist er weg. Bam! So. Und jetzt noch. Zu Ende kämpfen? Ja, jetzt ist haben wir eigentlich bei der dritten Zeit. Ach nee, wir haben ja erst 4 Zeit machen. Ja. Alter. Wir sind schnell. Habt ihr das gesehen, Leute? Not bad, Johannes. Not bad. Dank dem Johannes. Ja, der regelt. Ich hab total viel gemacht. Ich hab, glaube ich, einmal eine Willenskraftprobe geschafft. Ja, aber du hast ja dieses Kopfvolk gehauen. Ja, die haben uns ja auch noch kaum genervt. Also. Ja, weil du sie schon platt gemacht hast. Ich würfel mal für die Fledermaus. 5. Eine 5. Fünfen. Der Startspieler erhält 1W6 plus 1. Mach mal. 6. Dann möchte ich erstmal ausweichen. Mit einer 14 gelingt mir das nicht. Hast du den Armatrutz? Aber der Armatrutz gilt, also sind es nur 4. 4. Komm ich auf 22. Okay. Das war's. Eine Zeitmarke weg. Dover. Jetzt kommt nämlich ein Schärke da. Schärke. Ein Schärke. Du Schärke. Was kommt? Es kommt aufgeschreckte Ratten. Schon wieder. What the heck? Was ist denn los? Meine Güte. Ich hab tot sind, dann müsst ihr die auf den anderen Stapel legen. Die sind hier raus. Ja, ich weiß nicht. Wir haben's mit Ratten. Wir haben's wirklich mit Ratten. Wir haben den Johannes extra mischen lassen. Ich habe gemischt nach bestem Wissen und gewusst haben. So. Hat offenbar nur dann ist der Startspieler, genau. Ja. 2. Oha, light up the forge. Jetzt hier geht's ab. Hab ich was verpasst? What? Wir werden gerade geradet von World Anvil. Raided mit einer Gruppe von 79 Raidern. Ja, servus. What? Deswegen, hier, ich hab das ganz verpasst. Hier, light up the forge, aber eine ganze Menge. Das ist aber nett von dir. Ja, willkommen. Der. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Welche Forge sollen wir ableiten? Jetzt könnt ihr uns hier zuschauen, wie wir hier gerade Aventuria spielen. Im Wald ohne Wiederkehr. Im ersten Akt sind wir und haben gerade den Boss weggemoscht. Und jetzt werden wir noch die restlichen Einheiten besiegen. Müssen wir Englisch reden? Oh. Welcome, Raiders. Not big of a deal. So. Fine with me. Should you speak English? This is the rest of the evening. I don't know. Actually, I have to. So we are lucky we are able to speak. Oh, this is my first stream in English language. Yeah. Welcome to tutorial 1. How to say hello. My English is on the old peak. So you are right now seeing a German. No. Germans try to speak Germans English. Germans trying to speak English, playing a card game you probably won't know. Cards are in German, that's a problem. No. Sorry, we just come from an English channel. Thanks so much for slipping into English for us. Thanks, World Anvil, for a raid. Yeah, really appreciate that. I mean, you can still drop your question in English and we can try to translate. Yeah, that would be great. But I guess for the main audience, we would switch to German afterwards. I think. Yeah. So I hope it's okay for everyone to switch in English. I mean, for us, it's okay, for us it's I fine. Guess. Yeah. Chat, what do you say? Should we stick to German and English a little bit? We can mix it. I guess the English fellows try to enjoy if we speak German. Sounds funny, I guess. But, yep. But thanks for helping us out by talking for English and German. Kein Problem. Das ist quasi der Englisch-Deutsch-Lern-Stream. Yeah. Ja. Das wichtigste Wort. Ich ja selber überlegen. Genau, very, very important sentence in English. Let's kill stuff! Let's kill stuff. Yeah. Let's. Tschechisches Streichholzschächtelchen. Das ist das deutsche Wort. This is the most famous German word. Yeah. Everybody should know. Streichholzschächtelchen. Oh yeah, there's an English version of the game on Tabletop Simulator. If you're playing PC games, I guess. I guess so. Yeah. And it's in Steam sale at this moment in time. Oh. Yeah. Actually. Product placement. And. yeah, but.
Yeah. Like, we don't own the tabletop simulator, but the mod for the simulator doesn't cost anything. It's free. Yeah. It's free for all. So if you would like to try out this game, you should probably... Feel free to welcome. Give it a try. But if you played a tabletop simulator, don't start the music. There's a built-in soundtrack thingy, and if you click on play, then there will permanently be some girl's voice singing, and it just... I don't know, it kills the concentration for me at least. For me too, yeah. Startspieler bist du? So, sollen wir das jetzt in Deutsch machen? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir können ja so ein bisschen mixen, dass wir Deutsch und Englisch bedienen. Wir ab und zu mal ein bisschen... guys, if you have any questions, feel free to answer it, and we give our best and try to translate in English. As good as possible. The only challenge I would have is with skill names and all that stuff. Might not be accurate. Oh no, I think it would be great fun to translate those skills into English. Because I think it will be really hilarious. Yeah, but like Ignifaxius. I guess it's... I have no idea if it's even... I think it's probably the same word. Yeah, yeah. I guess. That's awesome. You're the best. Thanks. Yeah, this is a little bit of a challenge for me to keep up with the chat at this moment in time. A little bit on my smartphone. Yeah, I see. But yeah, I tried. Try my best. Hey, yeah. Wir haben einen neuen Zuschauerrekord mit 130 hier gehabt. Yeah. Nicht schlecht. Nice one. Nicht schlecht. Aber danke nochmal. Yeah. Well, Denville, thanks for raid. Really appreciate that. Ich spiele auf jeden Fall Fuminictus aus. Ich habe tatsächlich nichts wirklich, was ich ausspielen kann. Ich habe Taschendiebstahl. Ich habe wie viele Lebenspunkte habt ihr, ne? I'm trying to check out how 22, many 23. Health everybody had. 22. Ich spiele einen Heiltrank. Und halte dich für 6. Mich? Ja. Cool. Danke. So, for the English audience, I played a health potion. I got healed. So our sorcerer in the group just received 6 life. Yeah. I will try to manage to show you the life counter. Health points. Yeah. So those are... Ist das eigentlich einmal pro Kampf oder einmal pro Abend? Das ist einmal pro Kampf. Ja, tatsächlich. Mach ich doch. 6 Punkte hast du mir. Das ist doch ein. Ja, 6 Lebenspunkte. 32 hast du ihn also? Nee, er hat jetzt wie viele Lebenspunkte? Das habe ich 28. 28, Sorry, I missed something. Yeah, we have really the best emojis. The emojis, World Anvil, they are drawn by our art director Nadine Schäkel. And there was actually a stream where she did that on stream, those emojis. And chat, please show him all the nice what emojis. What is Cardolan called in English? Oh. Yeah, Cardolan. That's a good question, Holman. As you volunteered, feel free to explain it to the English audience. Probably the Cardolan. Ooh. So. Awesome. All right. Let's kill stuff. Yeah. Let's kill stuff. Yeah. I don't have anything. I enhanced my attack skill. Oh, nice. But I'm a little bit more slippery, but nothing what really matters. Ich kann jetzt nicht auf die Mutter auf dich sprechen, bevor ich dran bin, ne? Das ist blöd. Stimmt, ja. Okay. Probably. So. The most famous one is this, actually. Yeah. It's the Ulysses Barn. Because we had the burning barn. We had a let's play like half a year ago. No. Like a year ago. No, we started in April. The last episode. The final episode was around Halloween. No, it was later. It was later, like beginning of December, I guess. Yeah. Okay. Yeah. And like the group. I was just starring in it. I don't remember. I suppose every group will do this, but. The group was famous for burning down barns and innocent people. No, we people. Didn't burn down anything. It just happened. happened. Things were happening, and we didn't have any. You made a small fire, and it just happened. Yeah. See, you understand. It was dry. It was great. And old. So, like, we during those streams, we established some kind of barn
counter, yeah. which counted how many barns and tally count. and other buildings they burned down. And I think we stopped at 3 or 4, actually. Depends on how many worth of a barn a church might be. I don't know. Yeah, true, true. So we also had the discussion of what is a barn and what does count as a barn. Yeah. Like, does this... how many barns are in a house? Yeah, is this whole farm like 3 barns or stuff like that? Well, Anvil just told that they have a character in their accusers group who always set things on fire with moonshine. So. Barn to church ratio 1 to 5, maybe. Nice, awesome, yeah. So, mach mal Dinge kaputt! Dinge kaputt. This is another famous German word, kaputt. Kaputt. I think they use it in English as well. Kaputt? Kaputt. Mm-hmm. Yeah. Kaputt is... Kaputt. Kaputt? Yeah. Okay. I mean, in some kind of idiom, I think it's also used in English. But isn't it originally probably also a Latin word? I've read about it. It's almost the same in Dutch. Well, Anvil, sorry. You're from Dutch, so we can still speak German. You will understand it, I'm pretty sure. All right, so I won't start reading about the word kaputt now. No, instead, I will... Yeah, just kill stuff. Kill stuff, like those silly rats. Yeah, they took it like kindergarten cheesy. Yeah. Mach erstmal einen Fernkampfwurf. Mhm. Der mir gelingt, natürlich. Gut, nehme ich. Du brauchst nicht würfeln, dann ist die erste tot. Wegen was? Ah, ich mache mindestens 5 Schaden. Ja, true. Und die könnte ich aus. True, true, true. Und dann mache ich nochmal einen Nahkampfangriff. So, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne, gilt immer noch auch gerne in Deutsch oder in Englisch. Wie ihr seht, sind wir wunderbar. Auch der englischen Sprache mächtig, könnt ihr diese gerne im Chat stellen. So, if you have any questions, please feel free to ask questions in the chat. Killed. Show us the cards, Phil. Yeah. Dead rat. Yeah, it's a little bit. I have to. Ah, yeah. Die Regie. Sorry. Yeah, yeah. Boop. Die Regie-Magie wurde angefragt. Magic. Ich habe die Idee, das nächste Mal können wir ja mal gucken. Wir haben noch bestimmt ein iPad im Schrank. Da können wir da drauf den Chat machen. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Auf jeden Fall, ja. Ja. You get a feature. We switched already to English. Look, yeah. I think it's really, really awesome. Yeah. Fate. Du kriegst ein Chip. It's really awesome because the whole chat already switched to English. Like, perfect. Yep. Even the German guys. Magic. Don't worry, Wardenville. No, Wardenville, we really appreciate that you raided us, so... I mean, it's like a bit forced advertising, but in around 4 weeks we will do an online convention, which is also in German and in English. Yeah. Like, the first part will be in German, then we will switch to English, then we will switch to German, then we will switch to English. Like, so. It's a all 24 around 24 the clock. 3 yeah. In whatever. Yeah. Yeah. We'll so we have an online convention. So if you want to check out that stuff, there will be also panels about the English version of Aventuria and the English, like, Dark Eye and other stuff. Yeah, and like all the roleplay games. I guess Torg. Okay, so in principle, we're a publishing company for tabletop roleplaying games. Yeah. That's it. In a nutshell. Yeah. Phil is a marketing fox. This is a nice French trade. Oh, das müssen wir dann Nadine sagen. Yeah. Phil the marketing fox. Bin ich dran? Oder hast du noch was zu machen? Nee, du bist dran. Okay, so let's try it. And I'm the gimme pick of the group. I'm really lucky with the dice. So let's try to hit something actually. Brauche eine 12. Oh! Bam! Bam! Mir die so, Bam. 7. Was ist das? 6 plus 3 ist 9. Ja. Einmal ausweichen, bitte. Noch 20. Tot, da ist es weg. Fertig, wir haben gewonnen. Just killed it. Splatter, just done. Splatter, yeah. Blood everywhere. The English guys, pieces of bringing dying luck. Bad. Yeah. Thanks, guys. Thank you so much for your inspiration. Yeah. Das heißt, wir kommen jetzt hier an Schicksalspunkte, damit ist das Abenteuer geschafft. Ja, wer will den Flufftext in Englisch lesen? Oh. Johannes. No, okay. I could do it, but I guess it will be like a mixture of German English. Yeah. So I can read it with more, even more German accent.
Even more German accent. Yes, if you want. That is gonna be fun. But we can do it in German and we can do it in English. I can try at least. So the ending text at the end. So schließlich könnt ihr das. Something I'll have to add because Word Anvil is no unknown guy because he's already met with Jasmine and Marcus. Because World Anvil is and correct me if I'm wrong. World Anvil is like like a management platform for your whole roleplay universe experience stuff. Oh, I see. I didn't know about that. That's like a platform where you can also like manage your group, manage your adventurers, manage your world if you are creating stuff. And so that's where he's. Is it similar something to Roll 20? No. I don't know. Hi, Janet. But then it's no coincidence that they found their way into our channel. Oh, hi, Janet. Campaign manager novel writing software. Well, okay. That's what I wanted to say. Yeah, basically a nice summary. I mean, it isn't wrong, I guess. So, in world building platform. Nice. Thanks again, Will, for checking in. Yeah. So, Chris will do the translation. I will do it in German first, and then in English, hopefully. I mean, those are like. Old Dark Eye adventures, which are heavily influenced by, I think, German tales and German fairy tales. Oh. Yeah, so I think it will also add to the flavor reading it in German because it's like German fairy tale is. I mean, it's a thing, isn't it? It's a thing. All over the world, everybody knows the famous German fairy tales. Yeah, because like someone dies, it's brutally... it's German. Hänsel und Gretel, something. Nach einem Sieg. Schließlich könnt ihr das Monster aus dem Sumpf mit vereinten Kräften bezwingen und es dauert nicht lange, bis auch das letzte verhexte Tier geflohen ist und der letzte Räuber besiegt zu euren Füßen liegt. Ihr durchsucht die besiegten Räuber und setzt rasch euren Weg fort. Es gibt noch viel zu tun. Ist es so? Ist es so? Nee. Ja, gibt's nicht. Ja, so I will translate in English. You killed everything, you gathered the loot, continue your rampage. That's it. Basically, yeah. That's the text in a nutshell. By the way, the title of this mystical fairy tale of adventure and fantasy. Yeah. The Forest of No Return. Yeah, there is even. It's our third return in there. At least those two guys, because they just. Yeah, because we. Like it we so just much. Failed. Yeah. We were very successful the last time and decided to start it again. Did one of your parties die to no. this monster? No. Okay. So! Da wir das ja geschafft haben, kriegen wir auch Belohnungen. Und zwar bekommen wir Belohnungskarten in Höhe Anzahl der Spieler. So we get like it's a deck building game. Now we have a pile of treasure cards and we can draw three cards and can decide if we want to build it into the deck for the next adventures. So, dann gucken wir doch mal. Gerade so schön aufgebaut und es ist vorbei. Toll. Ja, ne? Ich habe auch gerade gedacht. So richtig hochgefahren und dann ist schon vorbei. Ne? Jetzt könnte es langsam. Aber du hast aber auch ordentlich hier den einen Schwamm weggeflext. Ja, aber witzigerweise habe ich ja nicht mal eine bessere Nahkampfwaffe draußen gehabt. Ja, ich habe ja nur meinen Bogen gehabt. Ich habe die ganze Zeit auch keinen besseren Zauber gehabt als meinen Standardangriff. Jetzt hätte ich einen gehabt. Genau. Cheers, Drake, Janet and Demi work around the clock on it, okay? Your stuff looks cool at World Anvil. So I think it's worth to have a look at that, right? Yeah, it is. I have to admit, I was when I first went to site, I was like, there are many things you can do. Okay, nice. which is a good thing. It's a good thing. No. But I was like, what? So, oha. Holmen fragt, wir müssten mal Inge übersetzen. I think there is... Lazarus, guckst du noch zu? Was hast du denn Inge? Ja, Markus hat tatsächlich eine Bedeutung für Inge.
intelligentes, neural gesteuerte Entität oder so. Ja. Das war doch bei dem... Neurally Controlled Entity. Ja. Inke. Ins. Ah. Ins. Ja, guck, Lazarus ist auch noch da. Ja. We need your English skills. Aber Johannes war schneller. Ja, ins. Lazarus ist hier unser English Crack. Also davon ausgehend, dass ich die korrekte Bezeichnung von Markus hier verwendet habe, wäre es ins. Like. So, Johannes. Aus diesem... würde sagen, wir machen einfach die drei obersten, oder? Komm, ja. So, guck doch mal, für jede einen. Und dann können wir entscheiden, das zu behalten oder ob wir es abwerfen wollen. Wir haben Ringe, Masken und einen unfehlbaren Wurf durch. Oha! Wow. Dips! Ein Gegner deiner Wahl verliert 1W6, dies zählt nicht als Angriff. Dips. Frank ist scheiße, aber nur einmal einsetzbar. Ach, verdammt. Dann haben wir einen Schutzring. Ja, oder tauschen. Lege diese Karte ab, nachdem dir eine Ausweichenprobe misslungen ist. Die Probe zählt als gelungen. Oh, aber das ist auch gut, weil mit der Synergie mit dem Text hier, aber... Maskenhelm, Rüstungsschutz 3. Im Abenteuer, ein Scherge mit Gefahrenpunkte wert 3 oder niedriger, der als Würfel Flucht würfelt, flieht selbst dann, wenn Anführer anwesend sind. Das ist auch gut. Das ist schon geil. 5 kostet der, das ist ganz schön teuer. Aha. Sollen wir dann das Abenteuer nächstes Mal fortsetzen, würde ich sagen. Würde ich fast vorschlagen. Ja. Dann machen wir auch das mit der... Wir haben jetzt die Belohnungskarten. Ja. Und mit der... Atempause und so, würde ich auch sagen, machen wir wieder das nächste Mal. Und da holen wir aber, wenn es geht, den Johannes wieder dazu. Wenn du das möchtest. Ja, wann habt ihr denn das nächste Mal? Naja, wahrscheinlich nächsten Freitag. Wobei wir noch am Überlegen sind. Wir können es auch ein bisschen nach dir richten. Dann können wir nochmal gleich quatschen. Was für dich halt angenehmer ist. Das gucken wir dann. Ja, genau. Wir quatschen einfach nochmal darüber, wie wir das hier orientieren. Und koordinieren. Es sind nämlich unfassbare Dinge geschehen. Ich habe sowas wie Urlaub. Nee. Nein. Warum? Aus Gründen. Doch. Spinnst du? Ja, weil Markus gesagt hat, nimm jetzt endlich deinen Urlaub, sonst trage ich ihn dir einfach so ein. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich mache das schon. Wollt ihr dir einen Urlaub geben und einfach raussuchen? Ja, ich vermute mal. Wann hast du denn Urlaub? Nächsten Mittwoch. Das war's? Ja, hier muss ich erstmal weg. Ja. Ja. Aber GD ist da. Er hat Urlaub. Unfassbar. Von seinen 2 hat er einen Tag. Immerhin. Vielen Dank, Zwerg Svenno, das freut mich auch. Also wir spielen derzeit tatsächlich Zwerg Svenno einmal in der Woche Aventuria. Wir können ja auch mal vielleicht ein bisschen noch was dazu sagen, einfach mal kurz die Regeln zusammenfassen, aber wir hatten auch schon 5 Serien, gell? Und genau, das ist jetzt, glaube ich, 2 Stück sind 6. Sechs, das war die 6. Und 2 Stück sind schon auf YouTube oben, wo wir tatsächlich erstmal mit einem Duell beginnen, so wie es auch im Grundspiel empfohlen wird. Also wenn du das Spiel holst, ist es empfohlen, immer erst das Duell zu spielen, um die Regeln halt ein bisschen zu lernen. Und 70% der Regeln, die du da erlernst, kannst du dann im Abenteuer einsetzen. Genau, das ist wahrscheinlich sogar am besten, weil es ist ein sehr authentischer Ansatz, how to learn rules. Weil wir halt wirklich bei Null anfangen. Naja, nicht ganz. Das muss ich. Ja, aber es ist schon sehr nahe an dem. Mal, jetzt will ich mal das testen. Kann ich hier. YouTube. And if World Anvil is still there. Der Bot. Thanks for raid again. Failing forward, ja. Yeah, I mean, it's like failing forward, our tutorials. It is actual failing forward. Yeah, it is actually. Yeah. But the game is very easy to learn. Yeah. So, to all those World Anvil guys which raided our channel, thank you very much. Like, this was a very welcome surprise. Yeah. You made us happy. Yeah, especially for us, because our like a Friday evening stream is more or less like the chill, not the so big casual thing. And if then... So many people come by and... Oh, second-hand samurai just said that Jen is on lunch now after a 10-hour day. Wow. Yeah, it's a long day actually for you. It's okay. Well. It's okay. Yeah. She deserved it. Yeah. Thank you very much. So. genau, und wir schauen einfach mal, wie wir uns nächste Woche koordinieren. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal den zweiten Akt dann schaffen. Genau. Ja, ganz... Ja. Ach, den habt ihr also noch nicht geschafft? Nee, den haben wir noch nicht geschafft. Das wird danach... Johannes jetzt... Das war dann heftig, ja. Also, du wirst sehen, was dann passiert. Wir werden dich nicht spoilern. Okay. was wollte ich gerade sagen? Ich wollte noch ein paar Sachen ankündigen für nächste Woche. Ja. Denn
Da geht's richtig los. Es geht voll ab wieder. Wir haben wieder ein bisschen Programm. Und zwar, am Montag wieder die alten Männer, klar. Mhm. Nach Jens seiner Traveler-Orgie letzte Woche Montag, bei der dieser Marine-Sanitäter, was auch immer, erschaffen wurde. Die haben ja eigentlich nur einen Charakter gebaut, oder? Ja, es ist total abgefahren. Der kommt macht doch einfach Spaß bei Traveler. Ja, ja, natürlich. Ja. Es war wirklich, ich hatte auch wirklich meinen Spaß. Old Man Talk About Old Games von The English Guys. Der König meint gerade, der heilige Johannes führt sie durch alle Gefahren. Ja? If you want to watch the stream, it's like basically our old guys at the company talk about their old experience playing roleplay games in the good old times when like there was only one D&D edition and stuff. genau, also Montag alte Männer, aber dann am Mittwoch werden wir aller Voraussicht nach zu 99% Torque Eternity spielen. Da habe ich richtig geraten. Ja, ja. Verrückt. Torque Eternity mit Markus als Spielleiter selbstverständlich. Der eine Gruppe bestehend aus Steff, Deria und Jens in das Nile Empire führt. Oha. Das Nile Imperium, was ja gerade im Crowdfunding ist. Dort wird es fleißig pulpig vor sich gehen. Mit ganz vielen Bösewichten und Pharaonen. Und innen. Bösewichtinnen. Mhm. Und Helden mit super, so Superhelden mit Umhang und Masken und alles voll crazy. Ein bisschen Indiana Jones. Die Unterhose aber über der Hose tragen. Ja, ja, ja. Captain Overpants quasi. Ganz genau. Und dann haben wir am Freitag, und das ist nämlich noch mal was Neues, weil endlich haben wir es geschafft, der liebe Steffen Brandt, unser DSA-Kartograf. Stimmt, ich habe das schon gehört, so halber. Wird nun endlich Wahnsinn. Streamen. Er wird am Freitag streamen allerdings, weil das für ihn einfach besser passt von der Zeit. Das heißt, ihr könnt live dabei sein, wie, und ich habe schon ein bisschen was gehört, das wird wahrscheinlich was mit Torvald zu tun haben. Oha! Torvaldsche Karten. Ich weiß auch, welches ist. Ha! Was? Ja. Aber kein Spoiler. Nö. Überraschung. Also, Karten. Ja, okay. Ich behalte mein Wissen für mich. Also, Steffen macht dort Sachen mit Torvald. Ja. Wahrscheinlich irgendwas Richtung Bodenpläne Karten. Insofern, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist nämlich nochmal was ganz Besonderes, weil die Karten sind immer sehr, sehr, sehr schön. Ja. Und die Kunst des Kartenzeichnens ist auch, ich glaube, für sehr Geduldige. Naja, aber ich finde es vor allem was sehr Spektakuläres. Ich persönlich, seit Gothic 1, wo dieser Typ dir im alten Lager diese Karte anbieten will, wollte ich eigentlich Kartograf werden. Alter, das glaubst gar nicht. Ohne Scheiß, geht mir ähnlich. Aber ich muss irgendwann feststellen, dass ich dafür einfach nicht geeignet bin. Ich versuch es ja immer noch. Ich bin bei Zeichnen generell raus. Ich hab zu Hause bei mir auf dem PC, das zeige ich dir nachher mal. Ja? Ich habe auch eine Karte, weil wir bei uns in unserer Rollenspielrunde machen wir auch unseren eigenen Kram, weil keiner Bock hat, sich irgendwo einzulesen, weil so faul. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, mach mal einfach eigenes und ich schreibe das alles auf, weil mir macht das Spaß. Und da habe ich auch nochmal meine Karte. Ich mach das auch, aber mir sehen die ungefähr so auf. Ja, mal hier so. Hey, ich habe nie was anderes behauptet. Okay. Aber insofern kann ich dieses Gewerbe des Kartenzeichens durchaus wertschätzen. Und ihr solltet auf jeden Fall dort mal reinschauen. Ja. Das ist wirklich sehr cool. Und der Steffen macht das vor allem fucking gut. Ja, was so richtig gut ist, ja. Das ist das. Und wir schauen mal, ob wir vielleicht noch eine Runde Aventuria Madness da irgendwo unterkriegen. Ob ist ja nicht die Frage, wann. Im Freitag ist ja der Steffen. Ja. Ja. Genau. Vielleicht am Donnerstag. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber der Streamplan kommt ja dann. Ihr könnt on time, on point. Genau. Mit wunderbaren Illustrationen. Mal gucken, vielleicht kann ich Nadines Kritze noch irgendwo einbauen. Ah, das war Hammer, ja. Also wer es nicht gesehen hat, total lohnenswert. Auf Twitch sind ja aktuell auch noch die Clips da. Ja, wir sind ja 2 Wochen auf Twitch. Ich werde es versuchen, aber möglichst zeitnah auch auf YouTube hochzuladen. Denn das war gestern, also das war nochmal was Besonderes. Ja. Das hatte ich so auch noch nicht. Ich fand das auch sehr beeindruckend, das muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, wie die Energien einfach, mal einen Safran und dann hau die da einen Safran hin. Entschuldigung, Safran bitte. Hä? Safran, ja, aber, weißt du, oder ein Brokkoli, also hier, ne, oder den Brokkoli. Brokkoli. Alter Schwede, da hau die das einfach aus, du erkennst und, oder mein Harfax. Ingwerim war auch gut, ja. Genau, also schaut euch das auf jeden Fall auch nochmal an. Wir hatten gestern sehr viel Spaß und wenn das gut bei euch ankommt, dann sind das ja durchaus auch Sachen, wo wir hier durchaus bereit sind, die auch für euch zu tun. Wir haben ja großen Spaß dabei und wollen immer so ein bisschen wissen, also ich vor allem, weil man sagt, ich wäre dafür zuständig.
was euch gefällt, was ihr so mögt. Insofern, Feedback ist willkommen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch Phil freut sich immer sehr über Feedback, tatsächlich. Ja. Ja. Ja, also wenn ihr was habt, immer her damit. Also vor allem als Gitarrist. Ne? Also, versteht ihr? Feedback, Rückkopplung mit der Gitarre. Gott, Ihr Musiker, Leute, wisst, was ich meine. Er war richtig gut. Gibt es auch diesen krassen Typ, ist das auch wieder schon Werbung, The Do? Kennst du den Do? The Do? Nein? Auch so ein, der bevor es jetzt für den Chris noch unangenehmer wird. Hallo? Das zeige ich dir. Warte, wenn wir hier fertig sind. Dann zeige ich dir den Do. Ja, spielen wir noch eine Runde, würde ich sagen. Also, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Das war mir eine große Ehre. So viele Zuschauer hatten wir noch nie, das freut mich sehr. Ja. Und insofern einen wunderschönen restlichen Freitagabend. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, lieber Johannes, dass du dir Zeit genommen hast, uns vor einer weiteren Blamage zu bewahren. Uns sicher durch diesen Wald zu geleiten. Finally. Und einen wunderschönen Freitagabend, ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns am Montag. Hören wir bei uns wahrscheinlich wieder. Ja. Genau. Ja. Alte Männer. So. Ach, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Hier, komm, dann machen wir doch einmal. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Verkackt? Was hat das? Die Abmoderation. Ich mache meine Abmoderation. Wie vorhin bei unserem Aventuria-Stream. Ich rede jetzt hier immer mit unseren werten Zuschauern. Ja. Und statt dann auch nur auf den Knopf drücken zu müssen, muss ich noch einmal durchgehen. Fällt mir dann ein, ach Mist. Oh, das ist peinlich. Oh. Also, ihr wisst ja, was ich gesagt habe. Das kann ich jetzt alles wegschneiden, wenn ich das auf YouTube hochlade. Insofern. Einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Tschüss.